Ich sag es erst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fracked Empire, Folge 6, und zwar in einem neuen Kapitel Es werde Licht. Ja, und wir werden ohne großes Väterlesen jetzt starten. Matti, ist dein Part. Ihr nähert euch dem Tempel der Herren, dort, wo wir beim letzten Mal ausgestiegen sind. Und Christian hatte gesagt, ihr wollt gerne vorher noch was auf dem Schiff machen. Von daher, alles, was ihr noch vorher auf dem Schiff machen wollt, könnt ihr jetzt auf dem Schiff machen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann erreichen wir den Tempel. Ja, ich gehe davon aus, dass die Leute nicht noch jeweils ihre Munition nachfüllen. Ja, das heißt, eure verbrauchten Schüsse könnt ihr euch wieder wegstreichen, weil wir haben ja eine Waffenkammer an Bord. Ja. Ja, wir polieren unsere Geräte. Unsere Flinten, oder unsere was? Flinten. Mhm. Wir hatten doch auch 3 Ladestreifen bekommen. Ihr hattet auch Handelsboxen mit 6 Handelsboxen Waffen und Munition und 10 Handelsboxen mit Nahrung, 2 Handelsboxen mit Spirituosen. Also, okay, um Verwirrungen zu vermeiden, ihr könnt noch eure Vorbereitungen machen vor eurer Expedition, wenn ihr überhaupt seht, was ihr quasi zu entdecken sucht. Ich hatte bloß gedacht, dass ihr jetzt noch, bevor ihr dort ankommt, irgendwas klären wollt. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir den Rest auch später machen. Ich weiß nicht, gab es da jetzt noch was Großes? Na, ihr sitzt alle in den Plätzen, in denen ihr wollt. Ihr habt alle eure Gefangenen irgendwo aufgereiht. Wen? Was? Wir haben keine Gefangenen. Das sind keine Gefangenen, das sind Sklaven. Ja, was? Nein, das sind keine Sklaven. Ich meine Gäste. Gäste. Ja, genau, Gäste. Das sind so Gäste gemeint. Auf... Die PR-Abteilung ist umbenannt. Das sind Gäste auf noch unbestimmte Zeit. Ich dachte, das wären Geiseln. Gäste auf noch unbestimmte Zeit. Und die beiden Damen waren eingeschlossen im Zimmer des Kapitäns. Die waren nicht eingeschlossen. Mhm. Ich habe ihnen mein Zimmer zur Verfügung gestellt, weil ich dachte, dass sie sich da wohler fühlen. Stimmt, das war die PR-Abteilung, ja. Abgeschlossen. Ich hab nicht abgeschlossen, die haben abgeschlossen. Nee, ich hab abgeschlossen. Was hast du? Und den Schlüssel dann in den Mülleimer geworfen. Hast du überhaupt nicht? Weil das ist mein Zimmer. Oh. Unser Space-Mülleimer. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also, ich habe persönlich nichts weiter vor. Dankeschön, Florian, für diesen konstruktiven Beitrag an diesem Abend. Du kriegst deinen Freizeitpunkt. Einfach, weil du so schön mit dabei. Ich hab auch nichts vor. Juhu! Ich hab auch nichts vor! Zu Beginn der Session. Achso, den kann ich mir gleich mal ankreuzen. Sekunde, Freizeitpunkte. Oh, ich habe so viele. Ja. Ich nicht mehr. Du solltest auch mal öfter mal verwundet werden, dann gehen die nämlich ruckzuck weg. Um dich auszuprobieren. Ich verzichte danken. Gibt es ein Maximum an Freizeitpunkten, die man hat? 10. Steht aber auch 10. Dran, auf dem Charakterbogen. 2, 4, 6, 8. Ja, okay. Vielleicht sollte ich demnächst verwundet werden oder meine Freizeitpunkte ausgeben können. Wie gesagt, ja. Du kannst ja auch Freizeitpunkte zum Beispiel ausgeben, um Handelsboxen zu generieren oder so. Also jetzt nicht gerade, während wir hier auf der Wüste mit dem Nichts. Genau. Es sei denn, du... Oh, guck mal, da drüben! E-Mail-Shoppen quasi. Ich hab da was im Sand gefunden. Toll! Ja. Das ist mein Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Naja, vielleicht hast du ja irgendwelche Funkkommunikationsrouten oder so, wo du irgendwelche Schmuggelsachen anleitest über Dritte oder so. So als Corporation. Ja, aber nicht auf Salem. Kommst du Reaper? Ihr nähert euch dem Tempel. Dem Tempel. Ja. Durch die Frontscheibe der Sterling späht er hinaus in das rote Nichts, als sich eine Silhouette abzeichnet gegen den Horizont und ihn zu krönen scheint. Eine gewaltige Struktur liegt vor euch, die anmutet wie ein riesiger Vulkan, der dort mitten aus der ebenen Erde herausragt. Ihr erkennt, dass einige Seiten, vor allen Dingen die, die im Wind liegen, abgeschliffen sind und aus Metall oder dergleichen zu bestehen scheinen, da sie das Sonnenlicht reflektieren, das durch die Oberfläche dringt. Anscheinend gibt es in diese Struktur einen Eingang auf der Frontseite direkt vor euch, einen
eine Art Gebäude oder etwas, das ihr noch nicht näher bestimmen könnt, weil eure Sichtweite zu eingeschränkt ist durch die schiere Größe. Allerdings zeichnet es sich ab gegen alles, was hier so umherschwirrt. Christian an Bord fällt auf die Knie und fängt an, etwas zu murmeln, das euch nicht ganz verständlich ist. Oder Geheuer. Nicht vorhandenen Bart hineinbrabbelt. Der Rest eurer Gäste schaut sich die Sache ein bisschen besorgt an, nicht so ganz wissend, was sie jetzt hier vorne erwarten soll. Und was ihr vor allen Dingen vorhabt. Als Sterling sich meldet, Captain? Ja? Die Struktur scheint oben offen zu sein. Sterling, scan mir das Ding noch einmal. In Ordnung, Captain, natürlich. Ihr hört ein bisschen mechanisches Piepen. Und Sterling, gibt es weitere Zugänge? So wie es aussieht, ist die Hülle an der Frontseite durchbrochen und irgendjemand hat dort etwas drumherum gebaut. Laut der Materialanalyse ist nicht ein und dieselbe Struktur. Ja, ich würde die Sterling auch quasi in so einen leichteren Sinkflug bringen und einmal sozusagen rundherum fliegen, damit wir uns dieses gesamte Konstrukt, so wie es eben möglich ist zumindest, besser betrachten können und es auch besser gescannt werden kann. Bewegungen? Also auf den sichtbaren Kameras, weil durchdringen können wir das Ding ja nicht. Sind da unten irgendwelche, keine Ahnung, Landspeeder oder Leute, die hier stehen oder... Die Musik ist weg. Es ist interessanterweise ist tatsächlich die Musik weg, obwohl sie das nicht sein dürfte, weil der Track angezeigt wird, als er wird abgespielt. Schade. Epic dann. Beginning ja groß wuchtig ist übrigens eine tolle Beschreibung. Ja, oder? Und weißt sofort, was gemeint ist. Nicht so wie dieses ganze bla 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 bla. Lustig, genauso beschreibe ich meine Musikstücke nämlich auch immer. Gut. Super epic, Sci-Fi. Boss-Fight-Theme. Mach mal kurz ein Reconnect, weil ich kann überhaupt gar keine Musik mehr steuern. Nee, dann mach doch mal, also da hilft wahrscheinlich kein Reconnect, sondern tatsächlich Roll 20 mal neu, ganz neu starten. Ach ja, Roll 20. Roll 20 macht, also das hatten wir jetzt noch nicht, aber Roll 20 macht ja gerne mit den Kameras so ein bisschen Probleme, wenn die Internetverbindung so mehr ist. Jetzt kommt es, oder? Musik, ja. Okay, dann hat das mit dem Reconnect doch schon geholfen. The Return of the Music. The Return of the Music. Viva la Musica. Ihr umkreist die Struktur und stellt fest, dass sie prinzipiell an allen Seiten genau gleich aussieht. Also es ist wirklich eine riesige metallische Vulkan-ähnliche Form, wie so ein Kegel, der dort liegt, in Schwarz, an der einen Seite, wie gesagt, abgeschliffen im Wind und den Partikeln, die die ganze Zeit dagegen geworfen werden, nach oben offen und mit einer Schicht aus dem roten Sand bedeckt, von der ihr nicht wisst, ob sie durchgängig ist, ob sie über etwas liegt oder was noch darunter ist, das könnt ihr so aus dem Kalten nicht einschätzen. Vorne ist der Tempeleingang. Das ist eine Struktur, ein großer Säulenbau aus roten Steinen, die von einem Dach gekrönt sind, allerdings geschlossen mit einem Portal an der Vorderseite. Das heißt also, zum Betreten haben wir theoretisch die Möglichkeit, oben durch die Öffnung reinzufliegen. Würde das passen von der Größe oder ist das... Der Durchmesser der Öffnung dort oben ist gute 4 bis 5 Mal so lang wie euer Schiff. Okay. Also oder groß. Eben halt an der einen Seite, wo es aufgebrochen und zerstört wurde. Ist an der einen Seite, wo ihr einen Durchgang vermutet.
Wie gesagt, ihr seht nur, dass dort dieses kirchenähnliche Gebäude herangestellt ist, mit hohen Fenstern, die allerdings komplett versiegelt sind, Säulen, die ein großes, spitzes Dach halten. Und vorn ein Portal. Christian? Ja, Captain. Würden Sie Gumba vermuten? Ich nehme an, er ist im Innern des Tempels. Eher im offiziellen Innern, das da vorne aussieht wie so ein Sakralbau, oder eher im Kern? Verzeihung, Captain, ich verstehe nicht ganz. Der Sakralbau ist der Eingang zum Tempel und die Struktur ist relativ groß, vermute ich. Habt ihr so etwas noch nie gesehen? Bin nicht befugt, dort hineinzugehen. Tja, ich gebe immer ein erstes Mal. Die Außenbereiche. Aber in der speziellen Situation kann ich mir schwer vorstellen, dass die Herren etwas dagegen hätten. Oh, ganz bestimmt. Geht es ja darum, er sucht nach Worten, ihre ich habe Herrschaft Geduld auf Salem wieder herzustellen. Ich schlürfe an meinem Whisky. Sterling oder nein, Sias, nein, Emmerstar. Nachname, Emmerstar. Ist okay, Captain. Bring uns einmal rüber. Ich möchte mal von oben reingucken. Gut. Dann würde ich entsprechend einen leichten, vorsichtigen Schwenk fliegen, um dann langsamer werden, nur mit Steuerdüsen und quasi die Düsen, die zum Abheben sind, uns über der oberen Öffnung zu positionieren. Als ihr über die Öffnung schwebt, seht ihr zum einen, dass tatsächlich alles in der Öffnung mit einer Staub- und Sandschicht bedeckt ist, deren Dicke ihr so nicht einschätzen könnt. Ihr könntet mal mit eurem Schiff auf Scan, was ist das? Technik, Operation? Lass mich nachgucken, was ich so habe. Operationen würfeln. Und schauen, was ihr dort an Informationen noch rauskriegt aus der ganzen Sache. Was ihr allerdings seht mit bloßem Auge, jetzt wo ihr in das Innere dieses Kraters schaut, ist, dass die Struktur des Tempels aus verschiedenen riesigen Stahlsegmenten zusammengesetzt scheint. Also, man kann es sich vielleicht vorstellen wie ein Lampenschirm oder ein Regenschirm insgesamt, in dem auch so verschiedene Segmente quasi zusammen. Aber nicht irgendwie so Waben oder sowas, das ist so. Nein, keine Waben, das sind lange Streben. Lange Stahlstreben sozusagen, die jemand angeordnet hat, wie ein Trichter, so einen umgestülpten Trichter. Möchte noch jemand scannen oder sind das nur wir beide? Ich nicht. Kann ich nicht. Das Material. Gehört nicht zu meinen Aufgaben. Das Material im Übrigen ist schwarz. Aber Metall, so wie es aussieht. Metall, ja. Dort, wo es abgewetzt ist, ist es auch eher so silbrig. Und scheint mehr. Es ist ein bisschen wie poliert durch die ganzen Witterungsverhältnisse, denen ihr hier so ausgesetzt seid. Okay. Genauso wie Sterling, wenn er keine Schilde hätte. Erst sehr poliert wäre und dann vermutlich komplett abgeschliffen, wenn er lange genug steht. Aber das ist das Innere, sagtest du, was wir sehen.
was so aussieht. Von oben. Von oben, ja. Das Innere dieses Kraters ist halt ein riesiger Sandkasten. Was sagt denn unser 12? Ich wundere mich, warum im Inneren das abgeschliffen ist. Verzeihung, da habe ich mich dann falsch ausgedrückt. Da abgeschliffen ist die Seite, die im Wind liegt. Ah, okay. Dort, wo die Partikel drauftreffen, das, was ihr gesehen habt bei eurem Anflug quasi hier drin, ist das alles ruhig, das ist bloß der Flugsand, der sich vermutlich über also hunderte und hunderte von Jahren da drinnen abgesammelt hat. Wenn die Zeiteinheiten, mit denen Goomba so rumhantiert hat, einigermaßen wahr sind. Was sagen unsere Scans? Die 12 von den 13? Sagen, dass die Schicht an Staub und Sand, die hier ist, bevor ihr wieder auf irgendwie eine komplett metallische Struktur trefft, bewältigbar ist. Also das sind bloß ein paar Meter mit irgendwie Werkzeug oder einer guten Idee, könnte man die freilegen. Das Ding ist ja echt groß. Da könnten wir uns drinnen wahrscheinlich auch mit dem Schiff so ein bisschen bewegen, oder? Wie gesagt, ja, die Öffnung ist 4 bis 5 Mal so groß wie das Schiff. Und darunter wird es ja größer, weil es ja ein Trichter ist, oder? Ja. Genau. Darunter wird es ein bisschen größer. Könnten wir Staubsauger spielen, respektive Laubgebläse? Das würde von der Größe her gehen, ja. Das könnte uns einige Düsen verstopfen. Jack, ließe sich das vereinbaren? Ein Zinke. Ließe sich das vereinbaren? Wieder mit dem Baustaubsauger da alles sauber machen. Das war ein Ja. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie er mit so einem kleinen Handstaubsauger. Kitten dauert noch ein bisschen. Ja. Das Ding qualmt schon, ja. Und hinten dran so ein 5 Meter Schlauch und so ein riesen LKW-großer Beutel. So. Nee, das Ende des Schlauches ist Baseball-Eimer. Oder geht oben aus dieser Pyramide raus. Und alles so wie so eine Schneeanlage. Ja, dann. Ich würde mir das gerne von innen ein bisschen ansehen. Emma Star, bring uns mal etwas runter und blas uns den Weg mal frei. So, dann müsstest du eine Probe auf Kommando machen, ob dir das Freilegen gelingt. Aber da das ja quasi genau deins ist, könnte ich mir vorstellen. Reicht dir eine 11? Ja. Gut, sonst würde ich mit Schicksal neu. Die 11 genügt, dass ihr so viel von dem Sand entfernt. Es ist auch nicht einfach da drin. Es ist wirklich nicht einfach da drin zu zirkeln. Es ist mehr als schwierig sogar. Aber ich hatte früher in der Schule viel Zirkeltraining, deswegen kann ich das. Ach, schade, ich glaube, du hast eine 12 gebraucht. Suddenly. Ja, jetzt war es Es gelingt dir, so viel von dem Sand dort beiseite zu schaffen, dass sich eine komplexe Struktur dort offenbart. Also, es ist irgendetwas Gebautes. Es sind Stahlträger, die dort irgendwas stabilisieren und sowas. Und es ist ein riesiges Loch quasi, das ihr freigelegt habt, welches ins Planeteninnere zu führen scheint. Also nach unten. Nach unten, genau. Ihr habt einen Weg freigelegt, der direkt nach unten führt. Der ist ein bisschen geschützt, sodass dort nicht allzu viel von dem Sand reingerieselt ist, aber habt quasi einen Tunnel freigebaut, sozusagen. Es sah nicht so aus, als wäre hier vor kurzem einem Goomba langgekommen und hätte seinen Weg nach unten sich gebahnt. Ich nehme an, er wird durch den Eingang gegangen sein, Captain. Und
Der führt auf demselben Weg in die Tiefe? Ich weiß es nicht, Captain. Ich war nie über den Eingang hinaus. Was soll's? Amberstar landen! Hi, Captain. Und ja, Schubdüsen werden wieder nach unten ausgerichtet. Und also landet ihr im Innern des Kraters? Ja. Sie wollen nicht den Eingang nehmen, Captain? Nein. Na, mit. Meint Christian, oder wer? Ja, ja, das meint Christian. Das dachte ich mir. Er ist geht niemals den offensichtlichen Weg. Irritiert, dass du den Eingang nicht nehmen willst. Das ist vollkommen okay. Darf er ruhig sein. Ihr schafft es, zu landen. Und aus Neugier oder weil es ihr sinnvoll erscheint, erscheint Juno auf der Brücke. Oh, warte, warte. Stellt sich zu ihrem tatsächlich Sohn. Tatsächlich ist das ja noch zu sehen, deswegen gehe ich hier einmal, wechsle ich einmal auf den Schirm. So. Es wird Zeit für eine Außenmission. Freiwillige? Bin schon unterwegs. Ja, bei dem bin ich mir da nicht so sicher. Sieh dann, ich lädt seine Waffe nach. Das ist natürlich. Wer sagt natürlich? Christian sagt natürlich und Juno nickt dir zu. Freiwillige fürs Hierbleiben? Ares könnte das Schiff bewachen, sagt sie. Oh, der zieht eine Flappe, oder? Zieht einen ziemlichen Flunsch her, aber nur ganz kurz und fängt sich. Eine gute Idee. Ich würde ungern die Damen hier alleine lassen. Unbeschützt. Sterling? Captain? Du wärst das Schiff im Auge? Captain, wissen Sie, ich würde ja mitkommen. Aber ich glaube nicht, dass ich da durchpasse. Sterling. Ja, Captain. Außer wenn wir es freibomben. Aber das ist keine Option. Warte auf Abruf. Lass niemanden rein. Unterstütz Ares, soweit das nicht gegen andere Sachen, die ich gesagt habe, verstößt. Ja? Und lass dich nicht klauen. Ich gebe mir die größte Mühe, Captain. Und ja, vor allem lass dich nicht klauen. Ich denke, das sollte mir gelingen, Captain. Ich werde die Technikerin einfach hier oben hermetisch einschließen. Klingt nach einem Plan. Welche Technikerin? Die schwarzhaarige von unseren Gästen. Julie war der Name. Sekunde, die ist eine Technikerin? Sagte sie zumindest, Captain. Wann? In euren vertraulichen Gesprächen in meinem Quartier? Naja, vertrauliche Gespräche in ihrem Quartier, Captain. Oh. Gespannt. Ja, an dieser Stelle möchte ich kurz alle Crewmitglieder darauf hinweisen, dass wir eine komplette audiovisuelle Überwachung des Schiffes haben. Okay. Ist das nicht verboten? In welchem Land? Ich arbeite hier. Komplett? Man entdeckt jeden Tag was Neues an sich, nicht wahr? Ja, Jack, das ist jetzt unangenehm, was? Und an anderen Leuten. Tja, mir ist das nicht unangenehm. Sehr gut, Sterling. Glaube ich. Ich finde die Situation,
die Atmosphäre ist vielleicht ein bisschen gespannt gerade. Schon besser! Der Captain verlässt das Schiff! Mann, ich laut stehe auf, schnapp mir meine schwere Pistole, meine Atemmaske und gehe. Gut, halt, wenn der nein, Kleine vorher, und die Damen, dann, vorher ja. Schnapp ich mir noch eine neue Packung Zigaretten, nicht, dass sie unterwegs ausgeht. In Ordnung, dann würde ich die Damen und den Jungen in das Captain's Quartier bieten. Bleib kurz stehen. Sterling? Captain? Du brauchst sie nicht. Die Technikerin vielleicht einsperren. Ja. Achte einfach darauf, dass sie nicht wegfliegen. Oder die Waffensysteme aktivieren. Oder den Kern überhitzen. Oder irgendwelche Scheiße machen. Blockiere okay, einfach alle Eingaben. Ich geh mal kurz die Handbremse ziehen. Mach das. Ich zieh ein paar Kabel und versteck sie. Ohne dieses Teil können sie nicht wegfliegen. Ja. Den Kern neu hochzufahren dauert 12 Tage, 4 Stunden. Ich bin ein Genie. Ich komme nie weg. Lebenserhaltungssysteme ausgebrochen. Ohne Sauerstoff können sie nirgendwo hinfliegen. Und schnappt sich ganz selbstverständlich auch eine Atemschutzmaske. Ja. Ich bleibe noch kurz auf der Treppe stehen und warte darauf, dass alle die Brücke verlassen. Gehe ich davon aus, dass wir zumindest so rudimentär solche Dinge auch da an Bord haben, also Atemschutzmasken für, falls ein Feuer ausbricht oder irgendwas. Keine Atemschutzmasken rudimentär an Bord. Aber wir haben ja welche bekommen. Aber ihr habt ja welche gekriegt. Von Bumba. Ah, okay. Erinnere dich. Ich sollte mir so Dinge aufschreiben. Erinnere dich. Wie viel haben wir bekommen? Für jeden einen. So, dass es für jeden reicht. Ah, auch für Christian Silas? Und Bruno. Leben? Nee, Silas nicht, weil er keine braucht. Dann fehlt jetzt eine. Ich nimm sie dir ab und schlag dir so gegen die Stirn. Vollidiot. Au! Wie geht es ums Überleben? Um mein Überleben! Das Leben eines Hey, wer hat mich denn entfernt? Ich habe noch auf die anderen gewartet. Ja. Ich warte, bis alle draußen sind und würde mir dann noch mal kurz Ares schnappen. Als er so rausgehen möchte, so, nehme ich die letzte Stufe nach unten und stelle mich ihm so in den Weg. Ist der ein Predator? Okay, warte. So, jetzt? Da laufen alle so gegeneinander. Bum. Bong. Dreh mich dann so zu ihm um. Ares? Captain? Ich habe deiner Mutter ein Versprechen gegeben. Ich erwarte mein Schiff in vollster und perfektester Form zurück, wenn ich wieder da bin. Sonst kann ich dieses Versprechen leider nicht erfüllen. Ich mag es nicht, Versprechen nicht zu erfüllen. Ich vertraue dir dabei. Du hast mein vollstes Vertrauen hinter dir und so weiter. Weißt du Bescheid? Und ich gehe. Er verzieht keine Miene. Das ist vollkommen okay. Gut. Jetzt, wo sich unser Squad hier zusammengestellt hat, tretet ihr hinaus auf die Oberfläche. Oder möchtet ihr noch irgendwas hier machen? Silas sichert die Umgebung. Mit Waffen seid ihr ja alle ausgestattet. Haben wir so Kurzstreckenkommunikatoren? Ja, ne? Ich habe doch ihn gekauft, für mich zumindest. Ja, ihr habt Kommunikationsgeräte dabei. Ich muss mir den extra kaufen für teuer Geld. Ich habe auch mir das Headset geholt. Ich auch. Das gute taktische Headset. Taktisches System im Anzug. Ich gehe quasi davon aus, dass sich das jeder besorgt hat. Jack? Also, wer hat kein Dosentelefon? Jack? Ich habe mir damals so ein cooles Gerät geholt. Was da wäre? Was mit Silas?
Hast du eine Antenne? So wie Bänder. Ach, nein. Das ist deine Kamera, geht mir so hart auf den Knecke. Taktisches Headset. Sehr schön. Es ist wundervoll, Leute. Wundervoll. Gut, dann als ich so unten bin, einmal Test. Können wir alle hören? Ja, Captain, ich stehe direkt neben Ihnen. Ja. Ich meinte über die Kanäle. Haben wir uns überhaupt schon einen Kanal ausgemacht? Ich weiß jetzt gar nicht. Und schaltest du durch die Kanäle durch? Wir nehmen 42. 42. Ja. Oh. Ja, ich hab auch so meine kleine schwarze Sporttasche gepackt und die mache ich jetzt auf und da surrt dann so ein Robo raus. Und neben mir ist dann halt noch. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah! Wie heißt der? Adrian. Adrian! Neben mir schwirrt Adrian und dann habe ich ja noch mein, wo ihr wisst, dass ich an dem nicht gebastelt habe, den habe basteln lassen. Und der jetzt so neben mir her schwebt, der etwas größere, der dumme von beiden. Okay. Adrian ist halt so der Style-Faktor und der andere ist tatsächlich im Kampf nützlich. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, pack dann die Tasche wieder zurück ins Raumschiff. So. Dann wollen wir uns das mal anschauen. Ihr tretet an den Rand des freigelegten Tunnels. Ein paar Sandkörner rieseln dort hinein und verschwinden in der Dunkelheit. Ist das so ein Schacht, der so straight nach unten geht? Es ist ein Schacht, der einfach straight nach unten geht. Ach so, das habe ich so nicht verstanden. Nee, in einem Tunnel dachte ich auch eher so. So schräg, weil ich dachte, da lag Sand drauf. Deswegen haben wir die nicht gesehen von Anfang an. Na dann, Captain. Wie gesagt, er ist ein wenig abgedeckt gewesen nach oben. Also er ist auch nicht wirklich schnurgerade nach unten, sondern er ist leicht angeschrägt, aber es ist nicht möglich, nicht zu fallen quasi. Okay, ich schicke die taktische Drohne vor und schaue mir das mal an. Ja, schlau, ne? Ganz toll. Ich bin begeistert. Du hast mir meinen ganzen Plot ruiniert mit deiner Kameradrohne. Oh, Verzeihung. Ich kann da auch runterspringen, wenn ihr möchtet. Nein, bitte. Nein, alles gut. Weißt du, dass du eine Kameradrohne dabei hast, also bitte. Wir können auch die runterwerfen. Was? Wenn ihr das unbedingt möchtet. Nein, wir haben ja eine Kameradrohne. Helferlein surrt. Ich muss ihm noch einen Namen geben. Helferlein. Chat, do your thing. Ich brauche einen Namen für meine Kampfdrohne. Meine taktische Kampfdrohne. Kampfdrohne. Chat, do your thing. Okay, ja, meine Kampfdrohne. Was sieht sie? Kampfdrohne fliegt in den Schacht eine ganze Weile. Tut sie das und sieht nichts als Schwärze links und rechts. Also es ist tatsächlich eine lange Röhre und die Seiten sind geschwärzt. Am Ende kommt sie an einem großen, so einer Art Gitter an. Sieht sie dort etwas wie, sagen wir, ein Schalter, ein Datenpad, ein Numpad an der Wand, ein nichts dergleichen. Sieht bloß hindurch, dass auf der anderen Seite es weiterzugehen scheint mit diesem langen Schacht und am Ende gibt es eine Vertiefung in der Wand, in der sich eine Art Tür oder Klappe oder sowas befinden könnte. Kann ich mit dem taktischen Computer? Also hinter dem Gitter, meine ich damit, ne? Ja. Einmal kann das Ding, ich weiß gar nicht, kann das Ding das Material scannen? Es hat nur einen taktischen Computer, deswegen. Nee.
mit einem taktischen Computer kann das Material nicht scannen. Schade. Es kann ausrechnen, wie wahrscheinlich sich dieses Objekt in der nächsten Runde bewegen wird, nämlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wird nicht passieren. dann kann es erstmal zurückkommen und ich berichte solange ich es auf Autopilot zurückschicke. Ganz unten ist eine Tür, aber davor ist ein Gitter. Da werden wir nicht ohne weiteres durchkommen. Ich weiß nicht, woraus das Material ist. So, wenn wir uns die Wände hier so ansehen, scheint ja alles ein bisschen robuster zu sein. Warte. Ich schau. Nee, ich glaube nicht. Schade. Hast du keine rumfliegenden Werkzeugkasten oder sowas bei dir? Kann ich das nicht aufschweißen? Du kannst versuchen, an dem Material, also du willst dich quasi in den. Haben wir eine Tunnel Seilwinde? Ihr habt eine Seilwinde, weil ihr einen Frachtraum habt, ja. Wir können ein Seil mit Sinclair herunterlassen und der schweißt es dann da drauf. Wir können ja auch mal anklopfen. Genau. Hallo! Sagt keiner was. In der Tat, nein. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass jemand sagt, ja, kommt rein, ich habe Kekse gemacht. Warum? Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich Kuchen gemacht. Sinclair? Ja? Hol dir das Schweißgerät. Silas, bereite die Seilwinde vor. Hab ich da. Moment, sie wollen mich da jetzt wirklich so runterlassen an so einer Seilwinde. Das ist Seilwinde ist vorbereitet, Captain. Oh Gott. Wunderbar, Sterling. Hinter euch öffnet sich krachend die Ladeluke. Die Ladeluke. Genau. Und ein Seil wird ausgeworfen. Ich bin doch kein scheiß Ende. Ende eines Seils wird ausgeworfen. Leute. Er kotzt uns ein Seil entgegen. Ja, während Jack da noch ein bisschen mit dem Captain diskutiert, komme ich schon mit dem Seil an und binde das so um ihn rum. Wir haben doch nicht mal irgendwie ein Gurt dafür oder so. Wir binden jetzt einfach ein Seil um mich rum. Soll ich mit runtergehen, Captain, und den sichern? Fragt Juno. Das funktioniert so nicht. Wir haben kein zweites Seil und es ist etwas steil. Aber wir brauchen doch bloß ein Seil. Ich kann mich doch festhalten. Wenn dir jemand Jack sichert, dann bin ich das. Binden das nicht und im Bauch, du Idiot. Ihr könnt in das Seil auch so mehrere Schlaufen machen. Da kann man da einfach seinen Fuß reinstellen. Um die Schultern, um die Beine, um den Bauch, okay? Soll ich ihm eine Sicherheitsschleife um den Bauch machen, Captain? Ich bitte darum. Man sieht, dass Silas nie auf Seile gebunden hat, dass alles ganz verwirrend aussieht. Was machst du da? Da fall ich raus! So. Captain, genau, die Autorität ihres Waffenoffiziers nicht übergehen, aber... Juno! Bitte das Seil! Sie wickelt das wieder auf. Nicht zu fest. und baut dir dann quasi wie so eine Babytragetasche. Du fühlst dich wie damals an Muttis Brust, als sie fertig ist. Schlaufen liegen dir wunderbar um die Hüfte durch den Schritt durch und stabilisieren dich oben bis am Brustkorb, deine Schultern, alles ist eingewickelt und du kannst dich darin frei bewegen und hast nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form gehen wird. Schön. Lass mich da nicht zu lange hängen. Ich guck, während er da runtergelassen wird mit meinem Computer, ob es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, über WLAN in das System einzudringen, vielleicht die Tür darüber zu öffnen. Über WLAN? Das ist zu weit weg, da müsstest du... Cool. Hallo? Dann schaue ich dabei zu, wie er runtergelassen wird. Alles klar. So, Sterling, ganz langsam. Ich würde mich währenddessen ein bisschen in den Trichter, wo wir gerade stehen, umsehen. Also, es würde viel mehr Spaß machen, wenn es nicht ganz so langsam wäre. Es geht hier nicht um Spaß, Sterling, es geht hier um Sicherheit. Nein. Aber du kannst Musik anmachen. Sieh dir das nickt ein bisschen. Wir beschallen jetzt den Trichter. Sterling. Oh, Jack. So aus dem Laderaum.
Er hat auch nur den einen Song. Er hat auch nur diesen einen Song. Ich muss unbedingt meine Tracklist erweitern, aber der Speicher ist noch zum Teil sehr fragmentiert. Dafür werde ich schon sorgen. Ja, ein bisschen schwierig an alles ranzukommen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es sinnvoller, erstmal die audiovisuelle Überwachung des ganzen Schiffs freizuschalten, als... Oh mein Gott! Es gibt eine Techno-Playlist. Nein! Was ist Techno? Wenn da nicht auch Marusha drin ist. So, Serling, Konzentration. Ganz langsam runterlassen. Ja, yeah, Captain. Und ganz langsam gleitet unser lieber Jack Sinclair dort hinunter. Das funktioniert so lange, bis du am Gitter bist und nicht weiter kannst. Aber du darfst mal auf. Kann ich ihm meine taktische Schwarmdrohne mit runterschicken oder Adrian, die eben so eine kleine Taschenlampe das Licht leuchtet? Denk mal, entweder darf ich jetzt auf Aufmerksamkeit würfeln oder du lässt mich jetzt auf Mechanik würfeln. Nein, erstmal auf Aufmerksamkeit. Und ja, du darfst ihm Licht deine Drohne damit untergeben, wenn du das möchtest. Dann mache ich das. Die taktische Schwarmdrohne fliegt neben ihn und beleuchtet ihn, beziehungsweise deine Arbeit. Ich habe ja warum nicht? Mehr Licht ist mehr gut. Ich habe ein Drohnenkontrollmodul, mit dem ich das ja machen kann. Das habe ich mir so ums Handgelenk geschnallt. Ach so, war ja D6. Die zwei nochmal würfeln. Du stellst fest. Warte, er kann die zwei nochmal würfeln. Oh, eine 16. 16. Nicht schlecht. Du stellst fest, dass an den Sohlen deiner Füße und überall dort, wo dir die Tunnelwand sozusagen berührt hast, ein gewisser Abrieb war. Du bist dort schwarz. Deine Kleidung ist geschwärzt. Es sind nur ein paar Partikel. Also es ist jetzt nicht so, als hättest du das, keine Ahnung, durch den Schlamm gezogen, deinen Ärmel oder sowas, aber am Profil deiner Sohlen und überall dort, wo du halt die Wand touchiert hast, siehst du ganz deutlich, dass eine schwarze Verfärbung stattgefunden hat. Also es sind so Partikel, die da drauf sind. Huch! Was denn? Ich habe das Gefühl, hier kommt Feuer raus. Also, so wie Ruß. Oder wie der Venom-Symbiont von Spider-Man. Also ich würde sagen, das ist Ruß. Virus, durchaus. Oh. Und wenn du dir das anguckst, würdest du auch sagen, das ist Ruß. Also schon alles wirklich unglaublich alt, aber... Achso, wenn ich die Wand anfasse, wie warm ist sie? Kalt. Gut, dann alles kein Problem. Das ist ein künstlicher Vulkan. Also ein... Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Ja, dann verbrenne ich mich daran. Oder stell dir vor, auf dem Planeten gibt es ganz viele von den Dingern, die sind nur alle zugeschüttet und das ist ein Antriebssystem für den Planeten oder den Mond. Ja, ich würde mich nicht wundern. Also ganz tatsächlich und ehrlich würde mich das nicht wundern. Wenn das irgendwie vielleicht immer eine Waffe war oder sowas. Ja, oder so, genau. Todesstern! Was machen wir jetzt? Na, wir bauen einen riesigen Planeten und den schleudern wir jetzt auf einen anderen Planeten mit einem Antriebssystem. Oder ein riesiger Flammenwerfer. Der absurd größte Flammenwerfer in der Geschichte der Galaxie. Aber es gibt doch gar keinen Sauerstoff im All. Wie soll das Ding funktionieren? Das ist egal. Da denken wir später drüber nach. Der wirft vorher ganz viel Sauerstoff aus. Aber Leylinien und Hyperantrieb, ist klar. Das ist noch sinnvoller als ein Flammenwerfer im All. Okay. Also, was gibt's dort unten? Kommst du voran? Ich frage übrigens nur so zum Schein. Ich habe das so auf dem Film vor mir. Das Schwarze an den Wänden ist Ruß. Ende. Wie komme ich voran? Sobald du das Gitter versuchst, mit deinem Schweißgerät zu bearbeiten,
stellst du sehr, sehr schnell fest, dass es der Hitze deines Schweißgerätes standhält. Ja, wie überraschend, okay. Anzunehmen. Weil es ja wahrscheinlich dazu da ist, Hitze standzuhalten. Ja. Meins? Zieht mich mal bitte hoch. Sinclair, was ist? Ich komme dann mit dem Schweißgerät nicht hoch. Durch. Ich brauche meine Säge. Ich würde dir zugestehen, dass du eine Werkzeugtasche dabei hast und nicht für jeden einzelnen Versuch wieder hoch musst. Ach so, ich versuche mich durchzuschneiden. Mit einer Newton-Flex. Das wiederum funktioniert sehr gut. Es sieht so aus, als hätte das Material an Härte ganz schön gelitten. Aber die Hitzebeständigkeit hat es nicht eingebüßt. Tja, schade für das Ding hier. Und so gelingt es dir, das Gitter zu öffnen. Gut, ich bin durch! Sinclair, du als Mechaniker. Ja? Schau dir das doch alles einmal an. Und denk mal darüber nach, wozu könnte der Schacht dienen? Ich glaube, das ist ziemlich schwer zu sagen. Vom momentanen Standpunkt aus. Gut, vielleicht kriegen wir noch mehr Infos, wenn du weitergehst. Möchtest du deine Drohne nicht vorschicken? Ich meine sie. Möchten sie ihre Drohne nicht vorschicken? Da ist eine Tür. Meine Drohne hat keine Arme und kann fliegen. Ich mach die Tür auf und die Drohne fliegt durch? Das wäre der Plan. Ganz so einfach ist es nicht. Erstmal lässt du dich durch die Reste des Gitters lassen und siehst, dass es unten eine Abzweigung nach hart rechts gibt. Also der Tunnel macht einfach einen Knick und ist danach nicht mehr einsehbar. Die Tür, vor der du landest, in der Seite, sieht aus wie eine Wartungsklappe. Ja, das war zu erwarten. Und die, also wenn du mal so dagegen drückst oder sowas, stellst du fest, dass du mit einem einigermaßen sinnigen Kraftaufwand öffnen könntest. Ist halt eine schwere Wartungsklappe, aber du als muskelbepacktes kaldoranisches Herzchen solltest da durchkommen, wenn du das willst. Ich versuche mich dadurch zu stärken. Du versuchst dich dadurch zu stärken. Ja, das gelingt dir. Du brauchst also nicht auf irgendetwas würfeln oder dergleichen. Die Klappe wird herausgedrückt, hält scheinbar auch nur noch mehr mit gutem Willen in dieser Struktur als wirklich mit Kräften, die darauf einwirken. Und zu deiner großen Überraschung dringt Licht in den Trichter, in dem du dich befindest. Es ist ein sehr, sehr unstetes, sehr, sehr flackerndes Licht. Weiß. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Und das metallische Aufschlagen einer runtergefallenen Tür hallt durch den ganzen Trichter, so dass ihr es selbst oben hört. Zu deiner größten Überraschung, nachdem du geschrien hast und die Augen wieder auf, stellst du fest, dass die Wartungsklappe, die du herausgedrückt hast, in dem Gang liegt und dort quasi an der Seite klebt. Also du hast einen Wartungsgang freigelegt und die Tür quasi von dir weg aufgestoßen. Sie fällt allerdings nicht nach unten, sondern fällt quasi nach links an die Wand ran. Ja. Oder Magnet. So sieht es aus, ja. Los, flieg mein Vöglein. Ich stoße die Drohne ein bisschen an. Drohne dreht sich durch die Umhaus, als in ihren Lautsprecher schallt. Das schaffst du schon. Keine Bange. Ich steuere das Ding. Los. Er steuert das Ding. Die Drohne fliegt dort rein. Auch sie dreht sich sofort, weil eine Kraft auf sie einwirkt. Und der Raum scheinbar eine Vorstellung davon hat, wie hier drin richtig rum ist und wie falsch rum.
Und dann seht ihr tatsächlich einen sehr generischen, relativ engen Wartungsgang, der weiter ins Innere des Planeten führt und in einer Distanz von gut 20 Metern eine Abzweigung nimmt. Sieht soweit sicher aus, bis 20 Meter Sicht, danach Abbiegung. Ansonsten nichts. Sieht aus wie ein Wartungsschacht. Ich weiß nicht, wie weit meine Drohne noch Reichweite hat zum Kontrollmodul. Das schafft die schon. Ich würde dann mal, steuern sie, ja. Ich würde sie einmal fliegen bis zu der Abzweigung. Bis zu der Abzweigung kann sie durchaus fliegen. Auch dort geht es rechts rum. Also es scheint parallel zu dem Tunnel zu verlaufen, in dem sich Jack befindet. Da geht es dann allerdings nochmal ein ganz paar Meter weiter und du bist dir relativ sicher, dass das dein Kontrollmodul dann nicht mehr mitmacht. Ich gebe das so. Der anderen Seite hin, ja. Im Übrigen, ist der Gang zu Ende. Also dort, wo die Wartungsklappe runtergefallen ist, quasi, endet der Gang. Das war die letzte Station. Ich gebe das dementsprechend weiter an Jack. Alle anderen werden es auch hören, weil wir in einem Kanal sind, aber die wissen ja, mit wem ich rede. Ja, und nun? Na, gehst du weiter. Wie viel Seil haben wir noch? Genug. Das ist irgendwann von der Spule gefallen und so. Das ziehst du jetzt hinter dir her. Also du kannst irgendwann Meter weitergehen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist mir aus den Händen gerutscht. Ja. Ja, dann gehe ich da rein und lauf weiter. Nach ungefähr 3-4 Metern merkst du, dass du kein Seil mehr hast. Captain! Dann machst du das Seil halt ab! Und wie soll ich dann wieder... Dann komme ich doch nicht hier raus! Natürlich, das Seil liegt doch dann da! Du gehst doch momentan, oder? Das Seil ist mit dem Schiff... Ja, aber... Ja, aber dann muss ich das auch wieder irgendwie an mich anbinden. Achso, du bist das ja nicht einfach angeklingt. Ja. Wie hieß sie? Juno. Jolene. Hinterher. Sehr wohl, Captain. Und sie springt an das Seil und lässt sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit in den Trichter hinunter. Was lustig ist, weil das Gegengewicht Jack ist. Hä, wieso ist das Gegengewicht Jack? Na, auf der anderen Seite. Dadurch, dass sie da oben auch ein bisschen rumwackelt, zieht sie mich hin und her. Sie zieht dich ein bisschen hin und her, ja, aber es ist jetzt nicht so schrecklich. Naja, das Seil war ja gerade am Ende, also wird das ja so ein bisschen... Ach, egal. Ja, aber es ist deswegen ein relativ schweres Schleppseil. Das ist noch zu handeln. Mach's nicht komplizierter als es ist und gib dem Spielleiter keine doofen Ideen. Noch haben wir kein Problem, genau. Ja, ihr seht Juno zu, wie sie dort hinunterkrabbelt in den Trichter, in diesen schwarzen Schlund, der immer mal nur von einem ungeduldigen, hellen Zucken von Licht durchflutet wird. Und es dauert gar nicht lang, da hast du Gesellschaft bei dir, Jack. Ich schaue sie so an. Nicht dein Ernst, oder? Ja, muss ja Verzeihung, was ist nicht mein Ernst? Nein, nicht dein Ernst. Sein Ernst. Vom Captain. Ich hab gedacht, ach egal. Ich wollte hier eigentlich nur raus aus der Scheiße und nicht weiter rein. Ja, na gut. Dann kommst du mit. Möchtest du hier warten? Nein, natürlich nicht. Der Captain hat mich geschickt, damit ich vorgehe. Bitte um Verzeihung, leitender Ingenieur, die Hierarchien sind mir noch nicht so ganz klar. Wenn das so ist, Ladies first. Natürlich. Und sie lädt ihr Schienengewehr durch und geht wie selbstverständlich an dir vorbei. Guck ich dir so hinterher. Gut.
Ich lade auch mein Schienengewehr durch. Wenn ihr in einen Raum kommt, wo der Boden so leicht mit Nebel bedeckt ist und da so ganz viele Eier drin sind, dann verpisst euch. Einfach gehen und nicht sich über eines dieser Eier beugen. Ja. Juno, guck mal da rein. Ja, wer macht dich denn am Seil fest, ne? Juno geht um die Ecke und du hörst, also beziehungsweise ihr alle in eurem Comlink-Kanal, hört ein sehr, sehr kratziges, sehr, sehr unscharfes. Das ist interessant. Was ist interessant? Mein Gefechtscomputer spielt verrückt. Definieren. Ich wünschte, ich könnte das poetischer formulieren, aber das Bild grisselt. Naja, immer noch besser als ich registriere hier 2 Dutzend Lebensformen. Elektrische Indifferenzen. Ja, irgendwas funktioniert mit der Elektronik hier nicht so ganz. Das ist wie gestört. Juno, kennst du diese Horrorgeschichten? Oh Gott. Welche Horrorgeschichten? Da passiert sowas auch immer. Erst wird das Bild gestört, dann geht das Funksignal weg. Funktioniert eure rechtliche Technik soweit? Mit der Kommunikation ist es genau das Gleiche. Es kratzt ein bisschen im Ohr. Noch geht es. In Ordnung. Wenn wir die Kommunikation verlieren, geht ihr einfach wieder zurück. Und schon nach ein paar Schritten merkst du, dass es nichts mehr durchkommt. Also das Signal ist einfach nicht klar. Aber es liegt jetzt nicht daran, dass wir zu weit von denen weg sind, sondern dass irgendetwas da ist, was stört. Also ihn. Nee, theoretisch dürfte das nicht so schlimm sein. Selbst wenn die ganze Oberfläche hier, die ganze Oberfläche des Planeten ist ja extrem schlecht für Kommunikation und sowas. Aber solche Probleme habt ihr auf die Distanz nicht. Ich meine, es sind ja jetzt im Endeffekt nicht mal 100 Meter, die zwischen euch sind, ne? Weil es nach unten geht, kommt einem das sehr viel vor, aber. Ja. Aber Jack und sie hören sich auch nicht, Juno. Sie hören sich nicht über das, okay. Das Comlink. Genau, ansonsten hören sie sich klar, weil sie nebeneinander. Ja. De facto. Ja, das wäre aber schon mal eine Info gewesen, wenn es so gewesen wäre. Dann sollten sie ja gleich wieder in Kontakt kommen, weil du sie jetzt zurückgehen sollten. Hast, ne? Genau, sobald sie Kontakt verlieren, sollen sie returnieren. Ja. Das tun sie natürlich pflichtbewusst. Und jetzt, Captain? Eine Sekunde. Question. Geh runter. Ja, Captain? Ruß an den Seiten, Wartungsschacht, viele technische Sachen. Das sieht aus wie ein großer, weiß ich nicht, Hitzeausstoß, Schacht, Flammen. Energie, du weißt schon. Das? Kann ich nicht beurteilen, Captain. Ich habe die Struktur noch nie betreten. Sagen, Legenden, Bilder, irgendwas, Gesänge, die auf etwas hindeuten, das Feuer, etc. Es ist ein Tempel der Herren. Alles, was ich weiß, ist eine Inschrift im Eingang. Die da wäre? Dort steht... Dem deutschen Volke. Genau. Da steht, ziehen, nicht drücken. An der Tür. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Dort steht, als sie Salem fanden, schimmerte der Planet weiß und rot wie ein Stern. Und sie wussten, die Herren hatten ihn geformt mit eigener Hand und ihn prächtig gemacht und zum Teil des Reiches werden lassen. Und sie wussten, seine Herrlichkeit ward ewig. Aber die sakrale Tempelanlage vorne ist später gebaut worden. Ja, die Inschrift nehme ich an auch, weil sie unsere Sprache ist. Offensichtlich. Das heißt, irgendjemand hat das Ding hier gebaut und nun wird angebetet. Interessant. Aber wozu war der eigentliche Zweck? Terraforming vielleicht in irgendeiner Form?
Ein Raumschiff, der Tempel ist ein Raumschiff. Ja, somit waren wir schon, Iron Forst. Ja, yeah, also ein Antrieb oder so, ja. Oder dass der ganze Planet ein Antriebssystem hat und praktisch ein Raumschiff ist. Todesstern. Frage. Ja. Wie viel Kabel haben wir an Bord? Wenn du alles aus den Wänden reißt, eine Menge. Nicht dein Ernst. Kabel, was wir nicht brauchen. Du willst eine Kabelverbindung machen? Ich brauche eine Antenne. Mit Verlängerung. Und das soll was bringen? Na, wenn die Antenne draußen ist, ist das Signal nicht so gestört. Hä? Judo und du stehen direkt nebeneinander und eure Verbindung funktioniert nicht. Ja, da unten ist irgendwas so elektromagnetische Punkte. Ja, sowas, aber das Kabel ist ja isoliert. Funksignal ist nicht isoliert. Du willst euch alle quasi verkabeln und verkabelt rumlatschen, oder was? Richtig. Sag ich ja, Dosentelefon. Na, eigentlich wollte ich nur eine Antenne bis draußen legen. Draußen hatten wir ja Funksignal. Ja, aber das hilft ja nichts, wenn du zwar eine Antenne bis draußen hast, aber du unten bist mit dem Gerät und das Gerät... Ja, aber das Gerät ist ja verkabelt mit der Antenne nach draußen. Deswegen die langen Kabel, die er will. Genau. Das heißt, das Kabel des Geräts führt bis nach draußen zu der Antenne. Pass auf, wenn du da unten bist und dein Comlink brennt, dann ist das egal, wie weit das Kabel nach oben geht, um eine Antenne zu sein. Umrühren? Das ist Quatsch. Dein Funksignal ist unten gestört. Dein Funksignal unten ist doch gar kein Funk. Darum geht's doch gar nicht. Das Kabel ist von dem Gerät, was er hat. Dein Comlink ist direkt verbunden mit der Oberfläche. Mit einem Kabel, nicht mit Funk. Ja, aber vielleicht ist die Funkverbindung gar nicht zwingend das Problem, sondern sowas wie bei EMP, dass einfach komplett alles da das gestört kann wird, sein. Die Elektronik und so. Und dann aber hilft ja auch das nichts. Ihr restliches Gerät, meinten Sie doch, funktioniert soweit? Nein, Sie haben gesagt, dass Ihr alles funktioniert elektronisches nicht. Equipment nicht funktioniert. Richtig. Ach so. Nicht nur die Sachen, die funken. Auch irgendwie so Zielcomputer und alles macht... Das ist scheiße. Ja, deswegen, wenn das Ding brennt, ist die Antenne egal. Ich baue mir... Ein Haus aus Schweinskopfsülze. Jemand Blei dabei? Blei. Nein. Ich habe nicht so viel Blei dabei. Kabel, um Antennen ans Ende der Welt zu legen. Na schön. Captain, ich glaube, wir können dann wieder hochkommen, oder? Aber es ging dann noch weiter, wo ihr wart. Es geht dann noch weiter, wo ihr wart, ja. Das ist auch wieder ein Versorgungstunnel. Das ist nicht da, wo das Feuer herkommen würde oder so. Das ist ein Wartungstunnel. Also ihr seid euch sehr sicher, dass das ein Wartungsschacht ist, weil auch an den Seiten so wie so Leitlinien sind, vermutet ihr. Oder wir gehen alle runter, Captain. Ich will erst mal sehen, wo eins von den, wo einer der Wartungsschächte oder der Wartungsschacht hinführt. Schaut euch den ersten Raum an, den ihr finden könnt und kommt wieder zurück. Aye, Captain. Und für uns heißt es jetzt warten. Ich habe einen Wartungsschacht. Wow. Zayas oder Emmerstar und ich werden uns einmal hier noch etwas weiter umsehen in dem Innern des Trichters. Ich würde vor allem suchen noch mehr von solchen Löchern. Ja. Und möglichst nicht reinfallen. Mhm. Und zum anderen, ob es noch weitere Auseingänge gibt, sowas. Verstehe. Okay, das tut ihr. Damit seid ihr eine Weile beschäftigt und wir springen in den Bauch des Ungetüms zu Jack und Juno. Ich gehe vor und sie geben mir Deckung. Sinclair? Ja. Captain, wieso? Ich kann ihn nicht hören auf die Entfernung, ist leider das Funksignal. Lecken Sie mich, getrost. Was? Sie sehen ein bisschen gestresst aus.
Sinclair, brauchen Sie eine Energieriegel? Das wird schon. Du gehst vor, ich deck dir den Rücken, alles ist gut. Wir schaffen das schon, oder? Wir schaffen das doch. Ja, Mr. Sinclair, wir schaffen das. Bitte was? Na, wir schaffen das. Sie hat dann auch. Pattet dir auf die Schulter. Sie hat gesagt, ja, Mr. Sinclair, wir schaffen das. Achso, ich habe Mrs. verstanden. Nein. Du glaubst nicht, dass das ihre Art von Humor wäre. Okay. Sie ist tatsächlich ein bisschen irritiert, dass du alter Kämpfer zweifelst, aber davon abgesehen verhält sie sich professionell in ihrer taktischen Plattenrüstung, die gute Juno. Ja, ich habe schlechte Erfahrungen aus unseren Tunneln zu Hause. Das glaube ich gerne. Dann dreht sie sich um, zielt den Gang entlang und läuft in Gefechtshaltung quasi vorwärts um die nächste Abzweigung. Du folgst ihr direkt auf dem Fuße. In Gefechtshaltung. In Gefechtshaltung. Lange dauert es nicht. Ein paar relativ strukturierte Abzweigungen müsst ihr nehmen. Da kannst du mal auf... Das ist nicht gut. Was ist sowas wie... Orientierung. Architektur oder sowas? Oh, warte. Auf alle Fälle gibt's dafür ein schönes... Überleg mich, Kultur. Nee, nicht diese Art und Weise, sondern wie ist etwas aufgebaut? Mechanik. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Würfel mal auf Mechanik. Okay. Was kam raus? 12. Oh, ne? Ja, das genügt eigentlich. Es macht den Anschein, als ob hier viele verschiedene parallele Gänge raumoptimiert nebeneinander geschächtet sind. Also du glaubst, dass es nicht der einzige Wartungsschacht ist, sondern dass es mehr wie so ein... wie verschiedene parallele Tunnel und Gänge, die hier halt einigermaßen platzsparend angeordnet sind, sozusagen, und bloß aus der Notwendigkeit heraus, diese halt zu warten, wurde überhaupt hier so ein Cluster gebildet, damit diese Wartungsschächte dazwischen passen. Okay. Und daraus resultierend macht es tatsächlich den Eindruck, als ob ihr euch in einem großen Antrieb befinden würdet. Ich würde es gern durchgeben, aber ich kann ja nicht. Nein, kannst du nicht. Ja, nach so ungefähr... Das sage ich Juno auch noch, dass das hier alles nach einem Antrieb aussieht. Ah, in Ordnung. Interessant. Dann hoffen wir doch mal, dass er nicht angeht, oder? Glaube ich nicht, dass er angeht. Dazu müsste es doch noch irgendetwas riechen hier. Aber hier riecht es nach... Sie guckt ein bisschen skeptisch. Nein, vermutlich habe ich mich geirrt. Nein. Sprich dich gerne aus. Es riecht irgendwie... nach Gas. Nass. Nass? Es riecht nass, findest du nicht? Es riecht irgendwie nach einer Flüssigkeit. Wo habe ich das schon mal gerochen? Ich rieche. Du schnupperst. Kannst allerdings nichts erkennen mit deinem Kalturaner-Näschen. Kalturaner-Näschen?
Es sind verschiedene Gerüche, die dir nicht wirklich etwas sagen. Nach abgenutztem Stahl, möglicherweise tatsächlich auch ein bisschen nass. Aber das wird Einbildung sein, weil wie riecht nass? Nichts, was du... Vielleicht hätte ich eine Idee. Nichts, was du ausmachen könntest. Ihr läuft hier noch Kühlwasser aus, oder? Ein kleines Stück weiter und kommt dann vor eine Tür, die tatsächlich eine große, als solche zu erkennende Tür ist. Vor der Tür ist auf dem Boden eine kleine Pfütze, die leuchtet. Juno? Ja? Irgendeine Ahnung, was das da sein soll? Sieht aus wie eine Flüssigkeit, die in Flüssiglampen verwendet wird. Sie ist, naja, fluoreszierend halt. Ein Notlicht vielleicht oder sowas. Wenn ich da nach oben schaue. Da unten ist eine Pfütze. Was ist denn darüber? Darüber ist gar nichts. Also die Lampen, so ein kleiner Leuchtröhrengang, der immer mal wieder funktioniert und immer mal wieder nicht funktioniert. Aber nichts, was diese Pfütze erklärt. Nichts, was diese Pfütze erklärt, nein. Ich habe wahrscheinlich keine Magnesiumfackel oder so dabei. Du hast gerne eine Magnesiumfackel dabei, wenn dich das glücklich macht. Also ihr verfügt natürlich auch über Taschenlampen, die ihr vermutlich anhabt, weil die Lichtquelle hier unten sehr... Ja, ich überlege zu gucken, ob es entzündlich ist. ...unzuverlässig ist. Obwohl, die sollte ich mir vielleicht aufheben. Das könntest du im Übrigen auch mit deinem Brenner machen. Dafür müsste ich aber nah ran. Ja, das ist richtig. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wie sollen wir weiter vorgehen, Mr. Sinclair? Ja, ich bin ja nur der Mechaniker. Ja. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Habe ich eine Idee, was das sein könnte? Nein, ich habe keine Idee, was das sein könnte. Das sieht tatsächlich aus wie Lichtflüssigkeit quasi. Also irgendeine von diesen Flüssiglampen. Ja, irgendwoher muss das kommen. Das ist richtig. Wie lange leuchten denn so diese Flüssiglampen? Das hängt ganz von der Flüssiglampe ab. Aber das Licht, was von dort vorne kommt, ist relativ schwach. Also brennt schon eine Weile. Also leuchtet eine Weile. Leuchtet schon eine ganze Weile scheinbar. Du hast keine Ahnung, wie lange die Lebensdauer jetzt von genau dieser Substanz dort vorne ist. Dazu müsstest du sie analysieren. Ach, ich bin kein Feigling. Ich gehe da jetzt hin, sage ich so zu ihr. Und dann marschiere ich los. Dann nickt sie dir tatsächlich anerkennend zu. Und kommt mit. Geruchlos. Aha, ich versuche die Tür aufzumachen. Ich stelle mich breitbeinig hin, sodass ich die Flüssigkeit möglichst nicht berühre. In Ordnung. Du wirst die Tür aufwerfen und ich gehe rein und sichere den Raum. Meint Juno gerne. Mit einem Leuchten in ihren Augen. Vielleicht solltest du nicht gleich reinspringen. Wenn das wieder nur eine weitere Wartungsklappe ist, springst du da rein und fällst sehr tief. Ich hatte das nicht vor. Gut. Ich möchte nur sicher gehen. Dann mache ich die Tür auf. Sie hat sich an der gegenüberliegenden Seite an die Wand gepresst, rollt kurz um den Rahmen rum, sichert mit erstaunlicher Geschwindigkeit einmal komplett durch den Raum, also sichtet einmal komplett durch den Raum und rollt sich dann hinein. Du steckst deinen Kopf um die Seite. Das ja. Alles ging ziemlich schnell, also sie scheint wirklich genau zu wissen, was sie tut.
und siehst Juno hinter einem Pult oder so etwas hocken. Keine Ahnung, es scheint eine Konsole zu sein oder sowas, wie so ein Schreibtisch mit einer Armatur da drauf. Der Raum ist relativ klein, an den Wänden hängen Pläne, Bilder, irgendwas, was du jetzt in der Schnelle der Zeit gar nicht so richtig überblicken kannst. Er ist schlecht ausgeleuchtet. Wenn die Lampen am der Decke wieder mitmachen, siehst du, dass es sich um ja, irgend so ein Technikerraum handelt. Da drin sind Dinge, die vermutlich früher mal geblinkt haben, Knöpfe, viele Sachen. Mhm. Und nach jeder Seite noch ein Gang, der abgeht. Also insgesamt mit eurem sind es 4 Möglichkeiten, diesen Raum zu verlassen, und du vermutest, es ist ein Knotenpunkt für die Wartungsschächte, die hier so lang laufen. Die Tür nach rechts ist geöffnet. Und zwar in dem Sinne, dass sie rüde dort herausgedroschen wurde, sozusagen. Der ganze Stahl ist verbogen. Wie eine Karte, die man quasi geknickt hat. Und das Ding liegt im Raum, hat noch einen Stuhl mitgenommen und an einer der Konsolen ordentlich Schaden hinterlassen. Also Juno? Die Tür wurde in die Raumesmitte hineingedroschen, sozusagen. Juno, wärst du zu so etwas in der Lage? Dazu? Ja. Nein, nicht ansatzweise. Wenn schon du nicht zu so etwas in der Lage bist. Gibt es hier Überwachungskameras so irgendwo? Hier gibt es auf Anhieb? Keine Kameras, die du sehen würdest. Jetzt, wo sich auch ein bisschen was von der Architektur dieser Struktur eröffnet, stellst du fest, dass du bei dem ganzen Zeug hier überhaupt gar keine Ahnung hast, was das sein soll. Ein paar von den Plänen oder sowas erinnern dich vage an Dinge, die du mal gelernt hast, die Art und Weise, wie Sachen arrangiert sind, machen für dich insofern Sinn, als dass das Layout einfach als solches sinnvoll aussieht, aber du könntest nicht aus dem Stand sagen, was du hier anfangen kannst oder was passiert, wenn du auf einen der Knöpfe drückst oder dergleichen. Also du bist dir sofort sicher, dass es eine Weile dauern würde, sich hier zurechtzufinden und die Logik der ganzen Informationen zu verstehen und zu entschlüsseln, wenn es dir überhaupt gelingt. Die Terminals, kann ich die reparieren? Also, wenn die jetzt komplett kaputt sind? Nee. Oder gibt es denn zwar, das funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Also, es ist nichts davon, wo irgendwie eine Kontrollleuchte blinkt oder sowas. Das Einzige, was noch so einigermaßen mitmacht, ist das Licht. Aber bei dem Licht bist du dir auch sicher, dass es nicht aus diesem Raum kommt, sondern dass es vermutlich zentral gesteuert wird oder sowas, also ganz eigener Kreislauf ist. Und der Rest sieht nicht so aus, als ob du das in Betrieb nehmen könntest. Beziehungsweise, wenn du es in Betrieb nehmen könntest, dann bist du dir relativ sicher, dass du es nicht verwenden könntest. Okay. Du hast halt einfach keine Ahnung, was das im Detail ist. Ja, Juno, also wenn wir jetzt weiterlaufen, werden wir uns wohl verlaufen, so wie das hier alles aussieht. Also ich kann mich hier sehr schlecht orientieren. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht dem Ding begegnen, das die Tür aufgebrochen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt noch hier ist, aber ich will es auch nicht rausfinden. Vielleicht war es gar kein Ding, das die Tür aufgemacht hat. Vielleicht war es Sprengstoff. Ich gucke mir das mal an. Es ist eine große mechanische Krafteinwirkung Türmitte. Entweder etwas hat das mit der Faust rausgeschlagen, oder ein wahnsinniger Überdruck hat das Ding einfach rausgedrückt. Das könnte genauso gut sein. Das kannst du nicht entscheiden, aber es ist irgendeine mechanische Krafteinwirkung gegen die Türmitte. Es ist gar nicht so punktuell. Ja, aber du hast gesagt, es ist in der Mitte so gefalten, also. Ja. Nicht im. Um es sich vorzustellen. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein riesiger Faustabdruck drin wäre oder sowas, sondern die Tür ist beschädigt, nach innen gedrückt quasi, so als ob eine Kraft relativ großflächig dagegen gewirkt hat und sie in den Raum gedrückt. Na gut.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir hier nicht viel mehr tun können. Vielleicht sollten wir wirklich einfach durch den Haupteingang gehen. Ja. Iron Force sagt kinetische Ramme. Du kannst ja mal schauen, ob das frisch ist oder so. Also sprich, ob an Stellen, wo das rausgerissen ist, gerostet ist bereits oder ob da drauf Staub liegt oder so. Sieht das aus, als ob das relativ neu wäre, dass das da rausgerissen worden ist. Oder liegt das potenziell schon hunderte Jahre da? Das ist was du anhand der Spuren, die du hast, nicht sagen kannst, weil das Material scheint nicht rostempfindlich oder dergleichen zu sein. Und ob der Zahn auch nicht besonders feucht hier unten zu sein, oder? Ja, ob der Zahn der Zeit das jetzt für 100 oder für 1000 oder für ein Jahr angenagt hat oder für 2 Monate oder sowas, das ist nichts, was du einwandfrei feststellen könntest. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob es jetzt nicht quasi gerade eben gemacht wurde. Oder, Juno, wir gucken, was hinter dieser Tür ist. Also dieser nicht vorhandenen Tür. Juno schaut da schon rein mittlerweile, weil das ja sinnvoll ist, diese Seite irgendwie im Blick zu haben. Da ist nur ein Wartungstunnel. Sieht genauso aus wie der, aus dem wir gekommen sind. Aber wollen wir uns den mal genauer angucken, weil wenn da die Tür fehlt... Der Captain hat gesagt, wir sollen den ersten Raum untersuchen, zurückkommen und Bericht erstatten. Der Captain ist nicht hier. Aber seine Befehle sind hier und die müssen wir befolgen. Oh. Kann ich die behalten? Wir haben jetzt den ersten Raum gefunden und müssen ihn durchsuchen. Dadurch, dass es hier keine Tür ist, zählt das mit zum Raum. Ich schätze Ihre Neugier, Mr. Sinclair, aber das war nicht der Befehl. Dann... Wenn Sie möchten, können Sie den Raum untersuchen und ich gehe zurück und erstatte Bericht. Ja, dann gehen wir zurück. In Ordnung. Sie laufen vor, ich sichere nach hinten. Na gut. Gehe ich raus. Juno, du musst ein wenig lockerer werden. Lockerheit tötet. Befehle befolgen auch. Wenn ich die Wahl nur zwischen diesen beiden Sachen habe, dann sterbe ich beim Befehle befolgen. Ja, dachte ich mir. Ihr lauft wieder zurück. Soweit, bis ihr Funkverbindung habt. Das geht ja relativ schnell. Die Wege sind nicht allzu weit. Dann müsste der Techniker jetzt mit dem Captain reden. Captain! Haben wir oben was entdeckt in der Zeit, ganz kurz? Dazu komme ich gleich. Okay. Sinclair? Also, das scheint hier unten alles wirklich ein Antrieb zu sein. Wir haben sogar einen Wartungstunnel gefunden und dann waren wir in verschiedenen Wartungstunnels. Aber viel mehr war da nicht, außer ein Technikraum mit verschiedenen Terminals, die nicht mehr zu benutzen sind. Und einer Tür, die irgendwie rausgeschlagen oder gesprengt wurde. Okay. Konnten Sie erkennen, um was es sich für einen Reaktor handeln würde? Nein. Sinclair ist aufgefallen, dass diese Tunnel, durch die wir gekommen sind, hier als Cluster arrangiert sind, sagt Juno. Und genau in dem Moment bricht vor dir, Jonathan, quasi der Boden zusammen und eine riesige Menge stürzt ins Innere eines eben jener Tunnel, von der sie gesprochen hat. Du schaffst es gerade so, deine Balance zu halten und dich rücklings auf den Hintern fallen zu lassen.
Ich habe einen weiteren der Schächte gefunden. Das ist schön. Sehr gut, Captain. Sie haben ein Gefühl dafür. Grinse. Sterling! Unterwältigt mich. Ich ignoriere die bissigen Kommentare. Sterling! Captain? Er ignoriert die bissigen Kommentare und fragt Sterling. Auch welche. Womit wird unser Schiff angetrieben? Das kommt drauf an. Der Ley-Linienantrieb mit Ley-Energie? Nein, unser normaler Reaktor. Mit Flüssigtreibstoff. Genauso wie die Schubdüsen übrigens und unsere Richtungsdüsen. Corporation Wasserstoffverbrennung? Funktioniert, ja. Ja, funktioniert. Der Antrieb selbst ist zum Teil Corporation, zum Teil kalturanisch, zum Teil kreativ. Aber keine Legionswasserstofffusion. Glaube nicht, Captain. Okay. Sterling? Oder andersrum. Yeah. Sinclair, gib Sterling mal die Daten durch und die Beschreibung durch. Und Sterling, vergleiche die Daten, die der Sinclair gibt, mit unserem Antrieb. Das könnte eine Weile dauern, Captain. Bitte. Wir haben Zeit. Ja, dann geht euch das durch. Captain Sir? Silas? Ich erbitte um die Erlaubnis, nach unten gehen zu dürfen. Weil? Um mir das näher anzusehen. Es klingt alles nach alter Technologie, vermutlich erschollten Technologie. Ja, deswegen meine Frage wegen dem Antrieb. Erlaubnis erteilt. Emmerstar! Sir? Wollen wir beide uns mal die Fronttür ansehen? Dann müssten wir mit dem Raumschiff hier wieder raus und die anderen zurücklassen. Richtig. Wir würden sonst nicht aus dem Trichter kommen. Richtig. Halten Sie das für eine gute Idee? Ich meine, es könnte dauern, bis wir Ihnen zur Hilfe eilen. Sollte irgendetwas passieren. Hier ist lange alles verloren und vergessen. Sollte Ihnen nichts passieren. Nur Daten sammeln, Sinclair, Silas. Keine zu gewagten Expeditionen. Natürlich nicht. Silas nickt und ich zwinge Juno zu. Christian räuspert sich. Ja. Captain, wem soll ich mich anschließen? Du kommst fein mit uns mit. Natürlich. Immerhin kennst du ja auch die Inschrift am Eingang und vielleicht gibt es noch mehr, wo sieh dich als unser Fremdenführer besser auskennst als wir. Richtig. Nun, bis zur Tür werde ich sie schon kriegen, Captain. Du darfst aber mit reinkommen. Es ist eine Ausnahmesituation. Ihr habt es selbst, du hast es selbst gesagt, Christian. Er nickt andächtig. Gut. Dann dementsprechend. Ihr splittet die Party. Don't you know, you never split the party. Schön. Du siehst, wie sich, also der Captain und Zeiss sehen, wie Silas sich noch mit abseilt nach unten. Ja, wir warten natürlich, bis Silas unten ist, ehe wir hoch mit dem Seil hoch abbauen. Äußerst freundlich. Zieht dann das Schleppkabel wieder ein.
und hebt aus dem Trichter ab. Sanft landet ihr vorne vor dem eigentlichen Eingang des Tempels der Herren. Aus dem Schiff schält ihr euch heraus in diesen unsäglichen Wind, der hier die ganze Zeit über den Planeten fegt, und tretet heran an den Sakralbau. Die ganze Sache ist sehr unterschiedlich aufgebaut. Es sind verschiedenste Materialien, die zu einer eigenen architektonischen Stil zusammengeführt sind, den ihr so auf euren Reisen bis jetzt noch nicht gesehen habt. Alles ist sehr in die Höhe gebaut. Alles ist relativ raumintensiv. Man hat gar kein Interesse daran, hier Platz sparen, zu arbeiten oder dergleichen, sondern es ist etwas, was sehr erschlagend ist, was über euch erhaben sein soll, etwas gewachsen ist und nach oben zu den Sternen strebt. Mit gemeinsamer Kraft gelingt es euch, das Tor zu öffnen, und ihr seid überrascht von der Schlichtheit des Innenraumes. Ich sehe schon, außen hui, innen pfui. Licht fällt in den Raum. Ihr wisst gar nicht so richtig, wo es herkommt, wie ganz viele goldene, glimmende Finger durch Löcher im Dach, ist es gewollt oder ist es ungewollt, schwer zu sagen, berühren den Boden dazwischen, tanzen wie kleine Flocken aus Licht, Staub und Sand hin und her. Auf der anderen Seite dieses Schiffes, also des Kirchenschiffes quasi, ist mit großer Kraft ein sehr, sehr unregelmäßiges Loch durch das Material, aus dem der Trichter zu bestehen scheint, hindurch gefräst quasi. Es sieht aus wie herausgebissen, rausgerissen oder sowas. Der Stahl wurde in völligem Kontrast zur Sanftheit dieses Gebäudes dort herausgewuchtet, vermutlich weil es gar nicht anders ging, dort durchzukommen. Und in großen Lettern prangt der Spruch, den Christian euch schon zitiert hatte, über den Eingang in den Inneren des, ins Innere des Tempels. Was euch sofort auffällt, ist, dass auch in dem Eingang dieses instabile, zuckende Licht von tief aus dem Bauch des Planeten herauszukommen scheint und nach euch ruft. In Ordnung. Hallo? Es echot. Sie steht ganz andächtig da und saugt wirklich diese Atmosphäre in sich ein. Es ist beeindruckend, Christian. Der Lichteinfall. Das ist es. Die Größe. Das krude Loch in der Wand vor allem. Darauf gehe ich mal ein bisschen zu. Ich denke nicht, dass das ursprünglich so geplant war, Captain. Ich glaube es schon. Der Tempel wurde mehr oder minder drumherum gebaut. Würfel mal auf Aufmerksamkeit. Wer? Wenn alle? Du das. Nee. Du jetzt erstmal das Loch untersuchst. Wobei Sias eigentlich auch gerne mal auf Aufmerksamkeit. Ich würde halt hauptsächlich sowas gucken wie die Decke oder so, wo dieses Licht einfällt oder ob da irgendwie Gemälde sind oder sowas. Also ne, weniger dieses Loch, sondern hauptsächlich so diese Atmosphäre und das. Oh, lass mich bitte die 1 noch einmal würfeln. Ich bin vollkommen fasziniert. Eine 13. Nee, doch. Nee, eine 12.
Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ah ne, eine 13 plus 1, genau. Ist eine 13. Ist eine 13, ist eine 13. Ich habe die plus 1 da hinten ignoriert, deswegen. So. Das heißt, es ist mit einer 8 dabei. Ja, er ist vollkommen fasziniert. Wie gesagt, dieser riesige Bau, dieses, das Licht, was durchfällt, die fliegenden Flocken. Jonathan. Du stehst an der Tür und untersuchst die Ränder so ein bisschen, also an dem Durchbruch. Untersuchst die Ränder, findest nichts, was irgendwie ungewöhnlich scheint. Drehst dich dann um, lehnst dich dagegen, weil du nach Sias schauen willst. In seinem Rücken. Quasi dort, wo das Tor ist, dort, wo ihr reingekommen seid, stellst du fest, dass schwarze Flecken an der Wand. Kleine, faustgroße, schwarze Flecken. Ihr habt sie bis jetzt nur noch nicht bemerkt, weil sie in eurem Rücken sind. Sie sind allerdings relativ auffällig. Wenn Sias das sieht, wie ich so zu ihm rüberschaue, merkt er dann wahrscheinlich relativ schnell, wenn er das denn beachtet. Nein. Oder nein. Auch gar nicht. Dass er schaut halt auch wirklich so zur Decke und so an ihm vorbeischaue, die Stirn runzel. Mich von der Wand, also beziehungsweise dem Loch da, also diesem Rand da abdrücke, da kurz drauf zugehe, mich nochmal umdrehe. Könnte es sein, dass das nicht nach draußen gerissen, sondern von drinnen nach draußen gedrückt wurde? Was? Drehst du dich daraufhin um? Ja. Nein, ich meine Sias. Ach so. Ja, er dreht sich um und guckt wieder weg von der Sache. Drehe mich um und drehe mich nochmal um und drehe mich dann noch einmal um. Wirklich mich direkt darauf aufmerksam macht. Wie gesagt, also momentan. Nein, ich frage das jetzt, dass jetzt mein Meister, nicht Sias, sondern so. mein Meister. Das war eine Frage an mich. Entschuldigung, ja. Ich dachte, das wäre in-game. Nein, das sieht nicht so aus. Das sind tatsächlich bloß so faustgroße schwarze Flecken, die Nein, ich meine doch überhaupt nicht die schwarzen Flecken, von denen redet doch gar keiner. Ja, nein. Offensichtlich ein Kommunikationsproblem. Ja, anscheinend haben wir ein Kommunikationsproblem. Ja, ich war tatsächlich auch sehr gefangen von Sias, wie er da drinnen steht und so völlig ätherisch. Ja, die Musik ist auch wunderschön und das passt auch total zu Sias, dass er darin richtig aufgeht. Ja. Durch die Gegend. Irgendjemand hat sich da was gedacht. Das große Wandgemälde des Universums. Oh Gott. Das sieht nicht so aus, als die Kotzen. Das Loch meine ich jetzt, beziehungsweise der Rand. Es sieht nicht so aus, als ob es von innen nach außen gemacht wurde. Es sieht fairerweise auch nicht so aus, als ob das umgedreht der Fall ist, weil es halt wirklich sehr, sehr krude bearbeitet wurde. Und da jetzt eine eindeutige Richtung nicht festzustellen ist, sondern es ist halt mehr Arbeitsaufwand gewesen als zeigen so. die Dinger nach außen oder nach innen? Sowohl als auch. Okay, naja, hätte ja sein können. Das ist das, was ich meinte, aber ja, dann, kein Grund anzunehmen, dass das von innen nach außen gemacht wurde. Dann schaue ich mir einmal die... Nee. Du siehst, wie ich meine schwere Impulspistole nehme und einmal durchlade, checke. Dieses in dem Moment ist Sias wieder voll da und schaut sich ein bisschen irritiert um. Sieht das für dich nach Feuergefecht aus? Als hätte jemand Richtung Eingang geschossen? Ja, in dem Moment würde ich dann seinem Fingerzeig folgen und mir das auch mal genauer ansehen. Oh. oh. Sieht es denn danach aus, was ich gerade vermutet habe? Ich würde näher gehen, würde auch mal so mit den Fingern dran kratzen. Also löst sich das? Ist das wirklich nur versenkt? Oder stecken da Projektile irgendwie in der Wand an der Stelle oder irgendwie sowas? Oder, ne? Würde das mal genauer untersuchen. Moment, ganz kurz. Ich schreibe dir nur gerade was. Was, wem, wie, wo? Ich schreibe Sias gerade was. Oha. Deswegen bin ich gerade ein bisschen
irritiert. Abgelenkt. Ja, abgelenkt, genau. Nicht ganz bei der Sache. Siehst du, ich benutze sogar schon die falschen Wörter für meinen Geisteszustand. Ist okay. Genau. Das passiert, als du auf die Wand zutrittst. Okay. Oha. Oha. Du explodierst. Ja, wie sei es wieder so, ja, fast schon Gedanken verloren mit den Händen an dieser Wand entlang streicht. Mhm. Und als du das tust, explodiere ich. Nee. War schön mit euch. Nein, wie gesagt, es ist wirklich so gefangen in diesen Eindrücken und ne, erst aus wirklich Interesse, aber dann immer mehr so fast wie Trance und richtig. Ja. Genau, als du mit der Hand dort einmal lang wischt und viel Staub aufwirbelst, der sich in den Raum verlichtet, da kriegt er einen Orgasmus offensichtlich. Reibt das immer mehr frei und nimmt halt auch ein Stück Stoff, um es ganz sauber zu machen. Das ist ganz klein, sehr, 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 sehr mit unsteter Hand, aber umso größerer Freude scheint es. Es ist wahrscheinlich passiert. Auch nicht sehr hoch, ne? Nee, gar nicht. Du hast dich gerade. Bei der Höhe von meinem Bauchnabel vielleicht so ungefähr die Höhe. So wahrscheinlich. Rum, ja. Du bist gerade auf die Knie gegangen, quasi, um dort die Spuren zu untersuchen und kamst gerade zu dem Schluss, ja, es handelte sich dabei höchstwahrscheinlich um ein Feuergefecht, als genau das passiert ist, was ja. dir ja, eben du, passiert ist. Captain, du siehst halt, wie Sai sich da hinkniet und ganz behutsam diesen Staub dort wegwischt und wegkratzt und dann vor dieser Wand, ja, so auf einem Knie quasi hockt und die eine Hand an die Wand gelehnt und es sich einfach nur anschaut und Gedanken verloren. Captain, das sollten Sie sich ansehen. Ja, ich gehe da langsam hin. Christian, hast du eine Waffe? Nein, Captain, mir wurde keine gegeben aus dem Schiff. Das ist bedauerlich. Ich gehe weiter auf Emma's da und seine Wand zu. Ja, bis ich halt hinter ihm stehe. Er winkt dich quasi auch so runter. Hier, schauen Sie sich das an. Und an einer Stelle, wo er es so frei gewischt hat, siehst du jetzt an der Wand so, vielleicht ungefähr so Handflächen groß, vielleicht auch ein bisschen weniger, siehst du eine Zeichnung im Stein. Du siehst ein kleines, lächelndes Gesicht mit katzenartigen Zügen. Ganz einfach gezeichnet, wie von einem kleinen Kind. Und ich schaue so zu dir hoch. Oh. Ich. Oh. Dachte, das könnte vielleicht von Eva gewesen sein. Auf alle Fälle, hätte ich jetzt auch gedacht. Es wird ihr Tempel gewesen sein, respektive dort, wo man sie gefunden hat. Und ich würde halt auch Kristen hinweisen. Ein Ursei, so wie es ein Kind zeichnen würde. Christian ist auch ganz bezuckert von der Zeichnung und nickt nur stumm dazu. Sias? Ja, so. Schick mir Ares raus, hol die anderen. Gut. Sie kommt soweit hier klar? Ich werde schon mal runtergehen. Sag Ares, er soll eine Waffe für Christian mitbringen. Gut.
Ja, dann gehe ich. Wir haben ja Waffenkisten gefunden. Nach draußen ins Schiff. Ihr habt Waffenkisten gefunden, ja genau. Ihr könnt theoretisch das ganze Schiff ausrüsten. Wahrscheinlich könnt ihr alle eure Passagiere bewaffnen, wenn ihr das wollt, ja. Ihr dürft trotzdem nochmal auf kleine Waffen würfeln. Also ich nehme an, kleine Waffen sind Gewehre und Handfeuerwaffen und schwere Waffen sind Geschütze oder Raketenwerfer. Und sowas. MGs, okay, sowas. Ja, dann sind es wahrscheinlich eher kleine Waffen. Eine Elf. Mhm. Ja. Eine 10 reicht aus, um zu erkennen, dass das Spuren sind von Laserwaffenfeuer. Ich kann bestimmt nicht erkennen, wie alt die sind. Nee, kann nicht, aber sie können noch nicht so unglaublich alt sein, deswegen, weil sie noch nachvollziehbar sind. Genau, deswegen bin ich auch so ein bisschen in Eile. Emma's da, hurtig. Ja, ich bin schon aus. Zum Schiefe. Ich warte nur, also ich gehe schon mal an den Rand, ich warte nur noch auf Ares. Und dann gehe ich runter mit Ares und Kusch. Alles klar. Ich darf dann nicht. Du musst ja die anderen holen. Ah, okay. Also ich soll hier erstmal Ares holen, dann soll ich mit dem Raumschiff werden. Ares rausschicken mit der Waffe für Kusch. Ja, wenn die jetzt und guck mal. Vielleicht auch eine für sich selber. Genau. Der hat ja. Ne? Was? Der hat ja, ich gehe davon aus, dass er eine Waffe mitbringt. Ja. Das ist ein Legionär, die werden mit dem Zeug geboren. Der kommt aus Muttis Bauch und hat so ein kleines Schienengewehr. Ja. Er ist eher der Gelehrte der Familie. Absolut, ja. Er will Sänger werden. In meiner Freizeit schreibe ich Gedichte. Okay. Wir gehen wieder in das Innere des Tempels. Und Jack Sinclair schaut erwartungsvoll nach draußen quasi. Wir haben ja alle schon festgestellt, dass du lieber woanders wärst, als du bist. Aber anstatt den Befehl wieder zum Abrücken zu kriegen, kommt Silas zu euch und sieht wild entschlossen aus, weiter einzurücken. Die Todgeweihten grüßen euch. Moment, kann ich sterben? Ist doch egal, hi! Das war deine glorreiche Idee, ja? Ja. Scheiß Roboter. Und dann gehe ich los. Ich bin kein Roboter, ich bin ein Palantor. Ja, Wo ist der Unterschied? Bist ein beseelter Roboter. Noch besser. So in etwa. Ja. Wird das jetzt wieder so eine Diskussion? Wie so eine Diskussion? Ich frag nur. Was meint sie? Ich glaube, sie meint das für die Götter. Ha. Aber darüber denke ich nicht mehr nach. Vor allem nicht mehr, seitdem Christian sich auf den Boden geschmissen hat. Ich dachte, er wollte das Deck schrubben. Nein. Ja, vielleicht. Nein, ich denke nicht. Ist ja auch egal. Ihr lauft die Gänge entlang und passiert eine merkwürdig leuchtende Flüssigkeit, die Silas noch nicht kennt, im Gegensatz zu den anderen. Oh, eine Flüssigkeit, die leuchtet. Ja. Ich trete darüber hinweg. Schön. Ich tue es ihm gleich. Seid ihr jetzt wieder in dem Wartungsknotenpunkt, den ihr schon einmal erreicht hattet. So, und hier sind wir stehen geblieben. Ich schaue mir alles genauestens an und gucke, ob mir das bekannt vorkommt. Ja, schon. Du kannst damit nicht richtig was anfangen, aber irgendwo ganz weit hinten in den letzten Verzweigungen deines Datenspeichers würdest du sagen, dass dir das bekannt vorkommt, ja. Ah, Zivilisation.
Bitte? So, ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum? Das ist der blanke Horror. Warum? Hier drin, es ist dunkel, das Licht flackert, die Terminals sind im Arsch, alles ist unübersichtlich, die Tür hinten ist ausgeschlagen. Und du redest von Zivilisation. Das ja, aus, als wäre das ist wenigstens 2000 Jahre alt hier. Ist doch egal. Ich guck mir die Gerätschaften an. Das kannst du gerne tun. Aber es ist ähnlich wie bei Jack. Dir erschließt sich, dass das alles eine Logik hat, der du allerdings nicht gänzlich folgen kannst. Und vor allen Dingen ist nichts hier, was man in Betrieb nehmen könnte. Kein Hauptschalter. Kein Hauptschalter. Kein großer roter Knopf, auf dem Notstrom steht oder dergleichen. Ich hab Elektronik. Oder Archonten-Sicherheitssysteme. Nein. Schade. Das ist selbst mir unbekannt. Naja, nicht gänzlich unbekannt. Aber es sind ferne Erinnerungen. Ja, wollen wir da hinten durch die Tür gehen? Also, die nicht vorhandene Tür. Ja, Silas scheint hochzuschrecken und nickt dann. Wer von euch beiden ist der Ranghöhere? Ich. Du? Ja. Du bist nicht mal lebendig. Ich bin lebendig. Ja, nicht richtig. Wo ist dein Herz? Ich habe eine Seele. Ja, Daten hast oder du. Oder so. Aber diese Rangfrage haben wir nie geklärt, oder? Ich weiß nicht. Habt ihr? Wer ist höher, der Waffenoffizier oder der Techniker? Das kannst du so gar nicht sagen. Also so. Vor allem in dieser Situation. An dem Sessel steht dran, leitender Ingenieur. Da steht leitend dran. Klang. Ja. Wieso fragst du eigentlich? Damit ich weiß, wie ich mich unterzuordnen habe. In erster Instanz sollten gegenteilige Befehle kommen. Ah. Tja. Silas. Ist das geklärt, ja? Ich habe die Führung. Hä? Was? Oh, nein. In einer Gefechtssituation ist es im Allgemeinen üblich, dem Waffenoffizier das Kommando zu übertragen. Zumindest würden wir es in den Kohorten so machen. Ha! Diskussion gewonnen. Staffel los. Wir sind in keinen Kohorten und ich bin der leitende Ingenieur. Wir müssen ganz dringend klären, wer mein zweiter Offizier ist. Ohne mich kommt ihr nirgendwo hin. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt Zeiss ist, sind wir am Arsch. Was? Was soll das denn heißen? Weil du nicht da bist. Ach so, ja, okay. Und ich dachte, weil ich nicht professionell bin. Wie Juno sichere ich dann um die Umgebung und schreite voran. Also Silas, dadurch, dass ich dich zusammengebaut habe. Okay, dann haben wir zwei... Wir sind jetzt hier mit einer militärischen Operation. Bist du quasi seine Mutter? Bin ich quasi dein Vater. Also zwei gehen als Tech-Team sehr professionell den Gang entlang nach vorne, überlassen nichts dem Zufall und philosophieren, trottet Jack Sinclair hinterdrein. Heißt nicht, dass ich dabei nicht professionell militärisch aussehe. Aussehe. Genau, er verschränkt die Hände hinterm Rücken. Nein, ich habe ein Scharfschützengewehr in der Hand. Wachsen. Auf engstem Raum. Relativ schnell landet ihr wieder bei einer von dieser merkwürdigen, fluoreszierenden Pfützen.
Oh fuck. Oh, was ist das für ein Leuchtewasser? Ist das Treibstoff? Oh fuck. Was ist das denn? Wisst es nicht, was es ist. Es sieht aus wie eine Flüssigkeit. Du analysierst es. Ich stecke den Finger rein. Okay, es passiert nichts, außer dass es an deinem Finger klebt. Wie gesagt, es ist geruchlos. Das war prinzipiell erstmal nicht die cleverste Idee. Wer sagt, dass das eine clevere Idee sein sollte? Naja, es könnte giftig sein, verstrahlt, Säure. Who cares? Gut. Was du mit deiner Analyse herausfindest, weißt du was? Würfel mal auf Biotech. Oh, das ist meine größte Spezialität. Ich hab's erwartet. Neun. Es ist nicht radioaktiv. Es ist eine organische Substanz. Sie ist geruchlos und offensichtlich fluoreszierend. Meine Vermutung war also richtig. Diese Substanz ist organisch und leuchtet. Alles nicht sehr überraschend für euch. Ja. Naja, danke. Organisch ist tatsächlich interessant. Hat dir etwas gesabbert? Blutet? Geschwitzt? Gepinkelt? Gibt auch durchaus organische Knicklichter und alles. Also das ist nicht ungebräuchlich und euch durchaus bekannt. Ja, bestimmt alles von den Nephilim. Ihr lauft weiter? Aber noch vorsichtiger und leiser. Oh. Sneaky Weaky. Vorsichtig und leise geht ihr weiter. Und findet wieder eine Pfütze. Und nicht weit dahinter eine offenstehende Tür. Allerdings nur einen Spalt, sodass ihr nicht hindurchschauen könnt. Ja. Silas hält die Hand so an Jack Sinclairs, also an Jacks Brust, sodass er stehen bleibt, macht dann die Handzeichen zu Junu, dass wir koordiniert zur Tür vorrücken werden. Aha. Und dann, während der eine sicher der andere reinschaut. Ich ziele mit meinem Gewehr. Also letztendlich beide sicher. Ich gehe vor, weil sie größer ist und über mich hinwegschießen kann. Okay. Aber ganz leise. Das tut ihr. Ihr kommt an der Tür an, öffnet diese und späht dann in den Raum hinein. Es ist ein fürchterliches Chaos hier. Könnt nicht mal mehr bestimmen, was eigentlich Sinn und Zweck dieses Raumes war. Es liegen Stühle in der Mitte, es liegen Tische umgekippt, es gibt Pulte, die völlig zerstört sind. Eine Art Bildschirm an der Wand, der seine besten Zeiten
hinter sich hat, auf jeden Fall. Und ihr würdet euch einbilden, im Innern Stimmen zu hören oder sowas. Ihr könnt gar nicht so richtig ausmachen, wo sie herkommen. Geräusche, metallisches Knarzen, das sich allerdings nicht durch die Wände oder dergleichen hier erklärt. Ein Rauschen und ein Krisseln, obwohl eure Comlinks ausgestellt sind. Ein Flüstern vielleicht oder sowas. Schritte, allerdings nicht auf Stahlboden, sondern auf Sand oder Schnee oder Laub. Geräusche von Tieren oder etwas Robotischem. Alles so ganz sachte, sodass ihr nicht wisst, ob ihr euch das vielleicht einbildet oder ob ihr es euch nicht einbildet. Schaut einer fern. Also mehr Video angelassen. ich würde dann zuerst reingehen und mich im Raum umsehen, während mir dann Juno den Rücken deckt. Mhm. Hört ihr das auch? Positiv. Mhm. Ich versuche wenigstens im Raum einen Ursprung zu finden. Würfel auf Elektronik. Jack auch gerne, wenn er das möchte. Auf Elektronik. Kann ich Elektronik? Ich kann Elektronik. Ich hätte gern mehr in Elektronik, aber hat sich nicht ergeben. Ich bin eher der Hacker. Ein Punkt. Ich auch. Ich weiß ja nicht, wo ihr mal eure ganzen Punkte herkriegt. Sekunde, ich rechne das gleich jetzt nochmal aus. Na, cool. Was ist das denn? Schade. Nee, ja, dann habe ich 6, 9, 11, 12. Nee. Euch erschließt sich nicht, wo das herkommen könnte. Genauso wirr, wie das ganze Interieur hier verwirbelt ist, genauso wirr scheinen diese Geräusche hier in dem Raum zu hängen. Gibt auch sonst weiter keine Elektronik, die hier funktioniert? Das Licht, das immer mal ein bisschen hin und her flackert, genauso wie in den Wartungsschächten, durch die ihr gelaufen seid. Gibt es hier irgendwie Einschusslöcher oder dergleichen? Mm-mm. Nichts. Es sieht eher so aus, als wäre eine Welle durch den Raum gegangen oder eine gewaltige Erschütterung oder ein Wind oder dergleichen. Oder, ja, oder eine Eva. Gibt es noch Wege und ja, wie viele? Ja, es gibt Wege und zwei. Die eine Abzweigung führt nach rechts, die andere nach links aus eurer Sicht heraus. Und die Tür rechter Hand ist offen. Auch wieder so ein Spalt breit.
Ich gebe wieder Juno das Zeichen und wir sichern die Tür und würden die dann auch öffnen. Jack soll hinter irgendeinem Tisch oder so in Deckung gehen. Oh ja, ich stelle mir da so einen Tisch hin und ziehe da rein. Die Türen hier sind alle mechanisch zu öffnen. Das funktioniert, das ist da so ein Klinkenapparat dran. Ihr seht allerdings an einem Terminal daneben, dass sie in der Theorie auch elektronisch zu öffnen wären. Könnt nicht sagen, ob man sie damit versperren kann, wahrscheinlich schon. Das würde Sinn ergeben, dadurch, dass sie mechanisch nicht verriegelbar sind. Zumindest nicht so, dass ihr das jetzt wiederherstellen könntet, den Prozess, der dazu notwendig ist. Das nur als Information. Naja. Ich werde das ja wohl nicht wieder in Gang kriegen, diese Schaltflächen oder so. Wahrscheinlich nicht, nein. Na dann. Öffnet ihr und seht in einen jetzt relativ komfortablen Gang. Man kann bequem nebeneinander herlaufen. Der Eindruck, den ihr vorhin schon hattet, verstärkt sich sehr. Es scheint sich tatsächlich um ein Raumschiff zu handeln. Oh je. Ja, cool. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Wahrscheinlich wäre es besser, sich hier mit den anderen umzusehen. Ja. Da ist wieder eine von diesen Pfützen. Da vorne. Da, wo es nach links abgeht, ist wieder eine von diesen Pfützen. Gehen durch jede offene Tür. Naja, da kann man ja noch mal gucken gehen. Ihr geht noch einmal vor, bis zu der Abzweigung. Schaut dann einmal nach links und einmal kurz nach rechts runter. Nach rechts runter endet der Gang nach ungefähr 5 Metern. Es sind allerdings 3 Türen nichtsdestoweniger noch in den Gang eingelassen, die dort zu relativ schmalen Zimmern führen dürften. Nach links runter geht der Gang auch ungefähr 10 Schritt weiter und dann flacht er ab und geht über eine Treppe nach unten, sodass ihr nicht einsehen könnt, was dort wo liegt. Die Pfütze, von der Juno gesprochen hat, weist relativ eindeutig tiefer in das Schiff hinein. Linker Hand. Aber es gibt nur Pfützen, jetzt nicht Fußspuren oder dergleichen, die sich irgendwie davon... Nee, nichts dergleichen. Immer mal eine Pfütze. Relativ klein. So ungefähr Handteller groß. Naja, dann... Ich werde noch kurz nachsehen, wohin die Treppe führt. Oh. Dann kehren wir um. Ich folge dir. Hier geht bis zum Treppenansatz. Und nachdem ihr die ersten Stufen genommen habt,
stellt ihr fest, dass sich die Geräuschkulisse zu ändern scheint. Ja. Ihr hört es? Ach so. Das Licht, das den Gang erhält, ist unstät. Krank. Lass. In dem Flur, in den ihr schaut, seht ihr am Ende eine Art Bett, eine Liege. Und darauf liegt jemand? Die in den Gang hineingerollt ist. Darauf ist ein Bündel, das mit einer Decke bedeckt ist. Silas. Juno? Ja? Gib mir Deckung. Silas! Natürlich. Ich ziele auf das Bündel. Silas bewegt sich langsam Schritt für Schritt auf das Bündel zielend. Mhm. Auf eben dieses zu. Ja. Die Liege macht tatsächlich einen medizinischen Eindruck. Also sieht so ähnlich aus wie bei euch auf der Medizinstation, das Ding. So von der Sache her. Also es scheint tatsächlich seinen Hintergrund im Hospital zu haben. Du gehst darauf zu. Schlägst die Decke zurück und siehst nur ein paar Stoffe. Eine Decke, ein Kissen. Nichts, was in irgendeiner Form gefährlich wäre. Bildest dir ein, als du das getan hast, irgendein hässliches Lachen zu hören, war. Wahrscheinlich war das einfach nichts. Ja, und dann gehe ich rückwärts wieder zurück, während ich die Umgebung absichere. Das gelingt dir natürlich ohne weiteres. Dass das Bett aus dem Raum, der am Ende des Ganges ist, kannst du dir denken. Denn immer wenn das Licht gerade an ist, siehst du darin Geräte, die dort stehen. Wie ja. Die Gerippe von irgendwelchen großen technischen Apparaturen. Alles mit dem Licht spielt ja ein paar Streiche. So richtig definitiv ist nicht auszumachen, was drin ist an Equipment. Bewegst dich zurück. Langsam, weißt gar nicht mehr so richtig, ob du deiner Sensorik noch vertrauen sollst bei dieser ganzen Sache, die hier passiert. Dann schließt du zurück zu deiner Gruppe auf. Und wenn ihr die Treppe wieder hinaufgeht, ist auch die Geräuschkulisse wieder eine andere. Interessant. Sah mir ein wenig aus wie eine Medizinstation, deswegen wäre es sinnvoller, mit COSR zurückzukehren. Genau. Dann verlassen wir jetzt diesen gruseligen Ort. Positiv.
Ich kehre um. Ihr geht zurück. Folgt quasi den leuchtenden Pfützen. Sias Amberstar indes kommt an Bord des Sterling an. Mhm. Sterling, wir holen die anderen. Alles in Ordnung soweit? Wir holen die anderen, alles in Ordnung soweit. Ich muss unbedingt diesen komischen Playlist-Speicher defragmentieren, das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Solange es dir gefällt. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn er eine gute Laune muss, sollte man versuchen, sie zu wechseln. Ich schwinge mich auf meinen Pilotensessel und nein! Dann, was? Wieso nein? Dann Schubdüsen an und... Nicht doch! Was denn? Du solltest mir zuerst Ares rausschicken. Schade. Den kann ich auch mit Schubdüsen an noch rausschicken. Achso, natürlich. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Natürlich, sie wollte sie vorwerfen. An dem muss ich also, an dem ich ja wahrscheinlich eh vorbeigehen. Ja. Wahrscheinlich gehst du an dem vorbei, ja. Genau. Ach ja, Ares, der Captain wollte dich sehen. Er braucht Verstärkung und ja. Nimm deine Waffe mit, wir wissen nicht, was uns da draußen erwartet. Ares piep. Zur Bestätigung, dass deine Eingabe erfolgreich war und schnurrt los nach draußen. Ares ist auf einmal eine Drohne? Ja. Ares schnurrt nach draußen. Hab ich Ares gerade verwechselt? Verzeihung. Ja, Ares sollte ja auch rauskommen. Weniger komplex. Meine Drohnen sind sowieso mit. Genau. Ares ist Ares der junge Legionär. So das aus. Fiep, fiep, fiep. Okay, ich verstehe die Legionäre nicht. Sie sind echt merkwürdig. Guck mal, Junge. Es ist für uns alle die sechste Stunde und spät. Ich war gerade voll auf... Adrian. Ich dachte, hä? Es gibt noch eine andere Drohne. Merkwürdig, ne? Ja, es gibt zwei Drohnen. Und beide habe ich bei mir. Ja. Ich dachte, du hättest irgendwie. Ja, genau. Ja. Dann die dritte. Ares. Ja. Die Arbeitsdrohne. Von Juno. Ares läuft los. Blinkt der auch? Nein, er blinkt nicht. Das ist ja gut. Der Wesen aus Fleisch und Blut, der kann nicht blinken. Was soll dieser lächerliche Quatsch? Nicht. Es kam mir schon so merkwürdig vor, okay. Irgendwas war da komisch, ja. Ja, und sobald er dann quasi raus ist und die Klappe geschlossen ist, hebe ich ab, um die anderen zu holen. Mhm. Ah, schön. Setzt wieder in dem Trichter auf und hast relativ schnell Funkverbindung zu den anderen. Die scheinen schon darauf zu warten, dass du genau, das, etwas, womit das du so... Genau, das wäre auch meine Intention, dass ich dann, sobald ich raus bin, quasi die anderen anfunke. Ja. Ja. Ihr werdet angefunkt. Leute, der Captain will uns alle sehen. Wir haben den Vordereingang entdeckt und soweit gesichert und es gibt dort auch eine Möglichkeit, hineinzukommen. Bei euch alles in Ordnung? Jein. Ja. Was heißt Jein? Ist etwas passiert? Gibt es Verletzte? Keine Verletzten. Unten ist es nur etwas anders. Das da unten ist eine komplette Horrorstube. Das werden wir uns dann später anschauen müssen. Momentan... Wie gesagt, hat der Captain Befehl gegeben, dass wir uns versammeln. Wir kommen zu euch und... Oder nein, du holst uns ab. Und dann gehen wir zum Kapitän und dann klären wir das alles. Sicher. Ich warte mit gestarteten Schubdüsen. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Alles klettert. Ohne Seil. An Bord
Ich nehme an, dass das Seil hinuntergelassen wurde. Verzeihung. Und sie zurück an Bord des Sterling klettern. Ja. Nachdem ich nochmal nachgefragt habe, ob mit ihnen selber auch alles in Ordnung ist und keiner verletzt ist und auch alle vollständig und vollzählig wieder da sind. Keine Verluste, kein Feindkontakt. Sehr gut. Inklusive Juno, die dann piepsend quasi in Position geht. Legionäre sind auch nur Drohnen. Ja, ja. Zitat, ja. Spielleiter. Okay. Ja. Das alles geht ziemlich schnell. Und ihr fliegt wieder zurück, um euch mit Stoßtrupp 1 zu vereinigen, bestehend aus dem Captain Aris. Und Christian ist bei dir geblieben und ist jetzt bewaffnet, nehme ich an, ne? Das war die Intention. Die Intention war es, aber es wurde ja nichts dementsprechendes weitergegeben, von daher. Glaube ich nicht, dass Aris noch eine Waffe mitgebracht haben wird, eine Zweitwaffe, oder? Hat er automatisch zwei Waffen? Er hat nicht automatisch zwei Außer Waffen. Außerdem ist Christian ein religiöser Fanatiker. Das sind die Leute, die man am letzten eine Waffe in die Hand drücken sollte. Ja, aber sag Bescheid, sobald Aris da ist, würde ich dann starten. Mhm. Aris ist da. Er kommt just in diesem Moment durch die von Sais Embers da bewusst offengelassene Tür. Sehr gut, Aris. Gib Christian seine Waffe und dann können wir los. Captain? Aris? Captain. Ich bin nur im Besitz von einer Waffe. Soll ich sie Christian aufs Handy geben? Nein! Die zweite Waffe, die du mitbringen solltest. Amber Star! Na gut, dann halt zu zweit. Wir haben keine Zeit. Die anderen werden aufschließen müssen. Natürlich, Captain. Er rennt dir hinterher. Ja, naja, wir beide. Ab dafür. Captain, sagt Christian. Ja? Soll ich die andere Gruppe ihnen nachbringen oder gleich mitkommen? Ach, unbewaffnet nützt uns eh nichts. Sag den anderen, sie sollen nachkommen. Und lass dir eine Waffe geben, verdammt nochmal. Natürlich, Captain. Ja, er geht raus, um dort auf die anderen zu warten. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, ihm eine Knarre zu geben? Im Moment ja. Sobald die Situation anders ist, werden wir sie ihm wieder abnehmen. Wir haben die geballte Feuerpower auf unserer Seite. Wir werden ihn schon erschießen können, wenn was abgeht. Gut. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir eine Waffe mehr auf unserer Seite hätten. Ihr wollt den Schacht dort runter? Ja. Weil, wenn hier ein Kampf stattfand und in Richtung Tür geschossen wurde, er hat, was auch immer in Richtung Tür geschossen hat, sich weiter zurückgezogen in Richtung Schacht. Okay, dann hätte ich gerne eine Probe auf körperlich, wie es schafft, dort mit den Leitplanken runterzuklettern. Aber es ist erleichtert wegen Leitplanken. Nein, es ist möglich wegen Leitplanken. Sehr gut. Das wird lustig. Rutsche ich dann runter, wenn es nicht klappt? Du fällst, wenn es nicht klappt. Das ist höchstwahrscheinlich das, was gleich passieren wird. Oha! Oha! Sekunde! Wie ist es mit einer 11, 12, 13, 11? Eine. Ja, jetzt habe ich deinen Wurf verstanden. Nicht schlecht für einen Körperklaus. Der Elf ist nicht schlecht für einen Körperklaus. Auf jeden Fall. Du bist zwar nicht so geschwind wie dein kleiner legionärischer Kumpan, der einfach mal behende vorgeklettert ist, aber es wird alles andere als peinlich. Und relativ kurz, nachdem
Aris am Boden dieses Tunnels angekommen ist, stehst du auch schon hinter ihm und schaust ihm über die Schulter, wie er fachmännisch nach vorne ganz die Mama den Gang sichert. Wie die Mutter. Gut, es ist ein gerader Gang? Es ist ein gerader Gang, genau. Und am Ende dieses Ganges gibt es eine Wartungsklappe. Ich krieg Kotzen. Kann ich dieses Wort nicht mehr hören? Ja, Wartungsklappe. Wartungsklappe. Das ist quasi wie eine Tür. Ja. Aber sie heißt Wartungsklappe. Ja. Dann klopfe ich ihm praktisch auf die Schulter als Zeichen für weiter. Er stürmt quasi nach vorne, ein bisschen übereifrig. Das siehst du sofort, als er sich beginnt zu bewegen. So diese Gefechtsinstinkt, der den Legionären so eigen ist. Der Wunsch, alles richtig zu machen und es dann so ein bisschen übertreiben. Junges Blut, das da. Also so von mir wegrennt, ja. So, psch, hey, nicht so schnell. Mühsam hält er sich zurück. Wie der Tiger im Käfig ist der Kleine gefangen in seinem Körper. Auf alle Fälle. Und da bleibt er auch. Ja, kommt dann an. Und dadurch, dass er dir, obwohl Legionäre ja sehr groß gewachsen sind, aufgrund seines Alters trotzdem nur bis zur Brust geht, immerhin, kommt er an die Wartungsklappe. Über euch, nicht ran. Ach, die ist über uns? Ja, die ist über uns. Also, ihr lauft quasi auf der Seite dort, wo dieses kleine Geländer ist, lang. Der Boden ist zu eurer Rechten und die der Tür Boden ist direkt ist über zu euch. Unserer Rechten. Mhm. Keine Schwerkraft, keine automatische. Keine automatische Schwerkraft, nein. Toll. Sieht es so aus, als wäre hier vor kurzem jemand gewesen? Nein. Das ist sie auch schwer einschätzen, nämlich anwenden, dass jemand wieder zumacht und alles. Mhm. Du sicherst. Ich stecke die Pistole wieder weg und versuche nach oben zu springen. Wag es dir. Das ist mal bitte auf körperlich. Nee, also du bist so, dass du das bequem nach oben aufdrücken kannst. Und dadurch, dass du ja auch über Arme verfügst, schaffst du es, dieses Gerät zu öffnen, was dafür da ist, geöffnet zu werden. Das ist mit einem gewissen Kraftakt verbunden, auf jeden Fall, aber du schaffst sie herauszudrücken und da ist die künstliche Schwerkraft. Sie fällt einfach an die Seite. Ach so, Aris. Sich das anzuschauen ist komisch. Ganz merkwürdig für das Gehirn. Passiert etwas, was theoretisch nicht passieren dürfte. Ja, aber man hat sowas bestimmt schon mal gesehen, wenn man im Weltraum irgendwie ja künstliche Schwerkraft auf normale Schwerkraft oder Schwerelosigkeit trifft. Schon. Aris, übrigens, wenn du Gumba siehst, große schwarze Katze, ja? nicht schießen. Ich schieße sowieso nur auf Kommando. Gut zu wissen. Also, wenn wir beschossen werden, Feuer frei. Es sei denn, es ist Gummo, der erstrickt sich nur. Verstehe, Captain. So einfache Befehle. Normale Gefechtsführung. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist. Nein, ich mach das schon. Ich begebe mich in die Schwerelosigkeit. Ja. Quatsch, in die künstliche Schwerkraft, meine Güte. Genau dahin begibst du dich. Und zwar so, dass ich auf meinen Füßen lande. Mhm. Ich bin nämlich schlau. Nicht schlecht. Aris folgt dir hinterdrein. Ihr macht ein bisschen Weg gut. Und landet dann vor einer verschlossenen Tür. Ich werde die Tür öffnen. Und du, sicherst den Raum, ja? Ja, Captain.
Ich versuche, die Tür zu öffnen. Das gelingt dir. Sehr gut. Ares sichert den Raum. Es ist auch so ein kleiner Technikerknoten. Allerdings gibt es hier bloß zwei Gänge, die wieder abgehen. Einer nach rechts und einer quasi gerade durch. Du vermutest, ihr seid einfach am Rand des Schiffes. Das ergibt Sinn, weil wir gerade vom Rand aus rein sind. Nicht wahr? Hm. Beide Türen sind verschlossen. Wo ist der Typ? Reg ich mich leise auf. Vielleicht hat er die Tür wieder verschlossen hinter sich. Ja, toll. Hätte er wenigstens sagen können, wo hingeht. Gibt es Spuren im Staub? Im Staub gibt es keine Spuren, nein. Nicht. Aber es gibt keine Spuren im Staub. Nein, es gibt generell keine Spuren, was zu einem großen Teil damit zusammenhängt, dass es keinen Staub gibt. Aha. Oh, es gibt keinen Staub. Die Sauberbach-Roboter sind noch aktiv. Jetzt, wo du so darüber nachdenkst, sieht es tatsächlich ein bisschen bewohnt aus. Was? Bewohnt? Ja, bewohnt. Es ist tatsächlich auffällig, dass es so wenig Verschmutzung oder dergleichen gibt. Das ist eine gute Frage, die ich an dieser Stelle gleich weiterleiten werde. Bis wann spielen wir heute? Ja, normalerweise ist 22.30 Uhr immer unser Ziel, unsere Zielzeit. Kann ich aber nicht. Ach, weil nicht? Dann musst du doch vorher schon immer sagen. Ich hab dir doch Sonntag schon gesagt, dass ich die Woche Schule habe. Das, ja, toll. Du, das sagt mir doch nichts, dass du Schule hast. Sagt mir doch überhaupt nichts an der Zeit. Ich weiß nicht, wann du Schule hast. Du kannst von mir auch auf 14 bis 16 Uhr Schule haben. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich werde diese Diskussion nicht ausführen. Du musst mir sagen, du, Christian, Donnerstag, leider nur bis 22 Uhr. Geht klar. Dann weiß ich Bescheid. Wir können in 5 bis 15 Minuten einen Cliffhanger setzen. Können wir machen. Klingt mal geplant. Das klingt doch schön. Links oder rechts? Geradeaus durch, tiefer hinein oder nach rechts erstmal eine Weile? Ja, das Schiff nicht der Länge, sondern seitwärts durchqueren. Ein Kreisrennen bringt uns nichts. Tiefer hinein. Ihr öffnet die Tür, die euch tiefer in das Schiff führt. Hm. Stellt fest, dass dort jetzt ein sehr geräumiger Gang ist. So wie man ihn aus einem Raumschiff einer größeren Größenklasse kennt. Hm. Passt bequem nebeneinander. Setzt einen Fuß dort hinein. Und stellt fest, dass irgendetwas anders ist. Hat sich die Schwerkraft geändert? Also von der Gewichtung her? Die Schwerkraft hat sich von der Gewichtung her nicht geändert. Aber die Geräuschkulisse hat sich gedreht. Gedreht? Ja, dieses Ächzen mit Metallische ist in den Hintergrund getreten. Ihr hört Töne, die nicht so ganz zu dem Schiff zu passen scheinen. Ihr könnt euch nicht erklären, wo das herkommt. Irgend so ein Klimbim? Vielleicht ein Lachen? Ich programmiere Adrian darauf, dass er in dem Raum, in dem wir gerade waren, bleibt, wenn das funktioniert. Mhm.
und so ein kleines, so einen kleinen Pfeil holographisch projiziert in Richtung, wo wir hingehen. Das kriegt Adrian gerade so noch hin. Sehr gut. Wenn du ihn in dem Raum positionierst, aus dem ihr kommt. Genau, das hier ist der Plan. Hier in dem Gang ist mit Adrian schon gar nichts mehr anzufangen. Ja, ich nehme an, meine große Drohne dann auch nicht mehr. Meine Kampfdrohne. Das wird leider nicht schnell. Ja, dann bleiben die beide zurück. Und weisen halt mit allem, was sie an Leuchtdioden haben und Bling-Bling haben in Richtung Tür. Und dann gehe ich mit gezogener Pistole einmal hinein. Interessante Geräuschkulisse. Was ist das, Captain? Das lässt sich nicht verorten, nicht wahr? Nein, das klingt, als wäre es über das... Vielleicht über das Comlink. Meint Ares und fasst sich an den Hinterkopf und an die Stirn und schaut sich ein bisschen orientierungslos in dem Gang um. Geht es weg, wenn ich es deaktiviere, das Comlink? Nein. Das sieht nicht so aus. Vielleicht alte Speicherlast, die jetzt aufgrund fehlender Energie freigelassen wird. Über die Audiofunktion. Ja, ja. Wie gesagt, irgendetwas, was im Speicher hängt. Und einfach abgespielt wird. Es ist niemand da, der uns hier mit der Musik empfangen möchte. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch... Wo soll das herkommen? Es müsste doch irgendwo ein Ausgabegerät geben oder etwas. Kommt ganz drauf an, welche Technologie. Meine ich so, während ich so 2-3 Schritte immer weiter in den Gang reingehe. In Ordnung. In Ordnung. Ich bin auch etwas irritiert. Ich versuche es aber nicht zu zeigen. Aufmerksamkeit. Ja, toll. Elf. So wie der Gang konstruiert ist, an der Seite, so wie die Platten zusammengeschoben sind oder sowas, bist du dir relativ sicher, dass parallel zu euch immer noch Wartungsschächte langlaufen? Mhm. Haben die sichtbare Zugänge? Nein, keine sichtbaren Zugänge. Mhm. Dann gehe ich nichtsdestotrotz weiter. Weil das hier scheint ja kein Wartungsschacht zu sein. So groß wie er ist, scheint das ja ein normaler Gang zu sein. Ja, ja. Verbindungsgang. Bin gespannt, wo er uns hinführt. Der Gang macht nach einigen Schritten eine Abzweigung nach rechts. Direkt vor euch allerdings ist eine Tür, die einen Spalt breit offen steht. Selbes Spiel. Ich öffne die Tür, du sicherst. In Ordnung, Captain. Hey, tief durchatmen. Ja. Ich stecke mir eine Kippe an und öffne die Tür. Du öffnest die Tür. Ares stürmt hinein. Verdreht die Augen. Gesichert? Ich komme hinterher, aufgrund seines fragenden Tones mich umschauend. Du kommst hinterher und siehst, ähnlich wie diesen Technikerknotenpunkt, verschiedene Pulte, die allerdings merkwürdig arrangiert sind. Auf dem einen
liegt ein Laken und ein Bett. Stoffe. Es sieht bewohnt aus. Ein Lager für 4 Leute. An der Wand hängt eine wirklich alte, mechanisch funktionierende Uhr, die jemand aus Schrott zusammengebaut hat. Du siehst, dass sie nicht geht. Aber du hörst sie nichtsdestoweniger ticken. Es gibt noch eine Tür auf der gegenüberliegenden Seite, die allerdings so aussieht, als ob sie jemand nachträglich hier eingebaut hat. Gehört zum Schiff auf jeden Fall nicht dazu. Das ist mit großem Kraftaufwand irgendwie ein Teil der Wand herausgenommen und etwas davor gepackt, was mehr schlecht als recht in Scharniere hinein gezwängt wurde. Du schaust dich weiter um, findest Dinge des täglichen Lebens, Schüsseln, Tassen, eine Art Eimer, in dem kein Wasser mehr ist. Tücher, in denen mal Essen eingeschlagen war oder sowas, Reste von Nahrungsmitteln, würdest du sagen. Als du plötzlich erschrickst und dich umdrehst und Kinder hörst, die miteinander lachen, dann miteinander streiten, Gezanke, den Ruf einer Frau, der das alles unterbindet, dann wieder lachen, Schritte, Rennen, etwas, was du nicht definieren kannst, irgendetwas, was schwingt, so ein bisschen wie Wind, der in deinen Ohren rauscht. Alles ist sehr merkwürdig und spielt sich mehr in deinem Kopf ab. Schüsseln klappern. Flüssigkeiten werden in Tassen gegossen. Du drehst dich um, stellst aber fest, dass nichts davon real da ist. Ich schließe so kurz die Augen und schüttel so meinen Kopf, um das Ganze ein bisschen rauszubekommen. Und schau einmal auf meine digitalen Uhranzeigen. Funktioniert nicht. Das dachte ich mir. Da ist leider nichts zu holen. Auf einmal glaubst du, dass der Boden vibriert. Ganz leicht. Ein bisschen zittert. Ares ist sehr fixiert auf die Tür, die nicht in diesen Raum hineingehört. Hat sie im Visier. Scheint sich irgendwie instinktiv davor zu fürchten. Plötzlich, ganz unvermittelt und so ganz anders als die Geräusche, die in dem Raum irgendwie hängen, hörst du sehr real, wie etwas über euch dröhnend durch die stählernden Eingeweide des Schiffes flitzt. Es war auf jeden Fall da. Irgendeine Kreatur, die da langgerannt ist. Du drehst dich um in den Gang zu schauen und genau in diesem Moment geht ein Rumpeln durch die ganze Struktur und die Elektronik scheint wieder anzuspringen. Das Licht ist von einem Herzschlag auf den anderen stabil. Die Konsole neben der Tür erwacht zu neuem Leben und die Tür schließt sich. Die Kontrollleuchte springt auf Rot. Toll. Guess I die. Da
machen wir dann das nächste Mal weiter. Es ist der Hass. Der Hass aus 10.000 Jahren. Ja. Ich bin mir sicher, mein Techniker kommt mir zu Hilfe. Ich flieg weg. Das ist jetzt mein Schiff. Ich bin jetzt der Captain. Listen, I'm the Captain now. Captain Jack, ja, ja. Hey, yo, Captain Jack. Oha. Dinge sind passiert. Oha. Ja, schön. Also, mehr oder minder. Ne? Nee, war wieder eine schöne Runde. Holla, 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 holla. Ja, bis hierhin heute. Ja, dann sitzen wir jetzt in den Eingeweiden des Schiffes. Dann ist das halt so, des Planeten. Alleine. Naja, meine Crew kommt. Die wichtigsten kommt, ja. Leute fehlen dir. Ich hab mich doch. Oh, aber Adrian ist halt nicht da. Adrian! Nein! Adrian! Nein! Kannst du dann so, die Kamera zoomt so raus. Nicht Adrian. Well played. Ja, schön, schön. Nee, hat mir sehr gefallen. Auch wenn es so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hecke-Mecke war mit dem, wo wollen wir jetzt reingehen, schauen wir uns alles ein bisschen an. Aber ich fand das halt sinnvoll, wie wir es dann letzten Endes gelöst haben. Und das ist dann halt auch ein bisschen drunter. Lässt mein Spieler da vollkommen wahnsinnig machen. Wir gehen dahin, nein, wir gehen dahin, nein, wir gehen dahin, nein, wir gehen dahin. Ach, wir teilen uns einfach auf. Irgend so ein Typ meint, jetzt können wir sie als Zuschauer endlich mal aufklären, wo Mattis eigentlich jetzt hin ist. Ja, und wer das eigentlich ist, der da beim Spielleiterschirm sitzt. Ja, ich bin, wie eine Kollegin von mir sagte, Mattis kleiner Bruder. Und Mattis kann ich jetzt gerade nicht, der ist wieder unterwegs für irgendeinen Quatsch und hat gesagt, hey komm, wir haben immerhin die gleiche Tonlage. Zumindest das hat das Alter irgendwann geschafft und du musst mich jetzt hier vertreten. Bis Ende Dezember. Ja. Das ist hart. Aber so ist das mit den Verpflichtungen. Ne? Manchmal ist man etwas länger beruflich unterwegs und dann muss die Familie halt ran und her halten. Na gut. Ich hoffe, es hat auch meinen Mitspielern gut gefallen. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so als ja. Ja, keine Ahnung, tut mir leid. Ich glaube, Umreon ist heute ein bisschen durch. Ja. War ja. Gestern auch schon Winterkönigin zu spät, ne? Ja, sehe ich nicht nur daran, aber ja. Na gut. Ich habe keinen erholsamen Schlaf gehabt, sagen wir es so. Vielleicht kannst du das nachholen. Aber ich hoffe, nichtsdestotrotz, du hattest einen schönen Abend, genauso wie Philipp und Flo. Ja. Ja, haben wir Level Up? Gute Frage. Wenn in der Regel nach allen drei Sessions Level Up da ist, dann habt ihr von mir aus ein Level Up. Yay! Steigen. Aber war das letzte Level Up? Vor drei Episoden. Mindestens. Ja, das passt genau. Aber gut. Nee, ich fand's sehr schön. Die anderen haben auch ihren Spaß gehabt. Mattis hat es gefallen. Ja. Wie heißt denn nun die taktische Drohne? Ich weiß es noch nicht. Ich fand Seven sehr schön, weil das eine Schwarmdrohne ist und irgendwann ja mehr werden. Wolf? Und vielleicht ist Sieben das Maximum, das ich dann irgendwann... Wolf? Das sind ja auch Rudeltiere. Wolf? Wolf, nicht Rolf. Wolf. Achso, ich habe auch Rolf verstanden. Ich habe auch Rolf verstanden, das sind ja Rudeltiere, was? Das ist Rolf, das alte Rudeltier. Genau wie Ronnys. Sind die Rudeltiere. Doch, ich bin der Ralf, ich bin Rudeltier. Ein Raffastan. Ich hoffe, wie gesagt, dass auch unsere Zuschauer sehr, sehr viel Spaß hatten.
die wir können jetzt nicht antworten, das weiß ich, die könnt ihr aber schreiben. Und würde dann an der Stelle dann für heute beenden und euch allen einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Ach Leute, eine schöne Nacht wünschen. Und wir sagen an der Stelle tschüss. Ja, jetzt muss sie Rolf heißen. Allen Vorsatz. Ja. Tschüss, auf und Rolf. Schade, es klappt nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Eieiei. Wir sind noch live, ganz ruhig, tief durchatmen. Wir sind noch live, okay, das heißt, ich darf noch nicht anfangen, von meinem Tag zu reden, ja? Nein, du darfst noch nicht. Ich war nicht. Ah, ich sehe schon. Wir warten noch auf Rolf. Wir probieren das beim nächsten Mal. Also, tschüss.